Freunde, da bin ich wieder. B-Wingset, dankeschön für deinen Sub. Psydox, dankeschön für deinen Sub. Kiwi Zero, danke für 13 Monate. Crossby, danke für 4. Original, dankeschön für deinen Sub. Crylexer, danke für 14 Monate. Sprudel, danke für 5. Javakada, dankeschön für 8. Marbet, danke für 13. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support, Leute. Dankeschön. So, ja. Das Leben der SPLS, was soll ich sagen, Leute? Gucken wir mal, was so geht heute, ne? Gucken wir mal, was abgeht. Gucken wir mal, ob es ein chilliger Abend wird oder ob es ein actionreicher Abend wird oder I don't know. Also, wobei ich sagen muss, ey, auch gegen einen chilligen Abend hätte ich ja nichts einzuwenden. Ja, wenn man bedenkt, was wir für 3 super heftige Abende hinter uns haben, ne? Holy fuck, Alter. Holy fuck. Haben wir Post? Kurz gucken. Und zwar ins Büro. Ne, keine Post. Auf zum Büro. Hat er sein Geld wieder bekommen? Yes. Alter, ich habe kaum noch Autos hier, weil die alle im Büro stehen, ne? Aber wenn ich den jetzt auch runterstelle, habe ich hier gar nichts mehr stehen. Ich frage, ob der gute Butter sich ein Taxi ruft.
beruhigt. Ich glaube, der ist noch sehr aufgebracht. Jetzt dabei, danke schön für den Sub. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Jo! Warte mal, Herr Knilli? Ja. Na, das ist ja eine Freude, Sie zu sehen. Seit wann sind Sie denn wieder da? Sie habe ich ja 436,97 Jahre nicht gesehen. Ja, ich habe viel zu tun gehabt in Deutschland. Ich merke das. Ja. Ich müsste einmal zum Büro, ja, bitte. Acadius Business Center. Was? Acadius Business Center. Hier, nehmen Sie mal das Navi und steuern Sie mich mal. Ja, ich kenne den Weg. Einfach dem Straßenverlauf erstmal folgen. Ja, Sie hatten mir mal ein Auto geschenkt, ne? Ja, das ist richtig. Aber Sie, irgendwie, ja. Sie hatten auch meine Keksmaske auf und haben von meinem Grundstück einen Typen zusammengeboxt. Ja, das Mädchen, ne? Sie haben schon viele Typen zusammengeboxt mit einer Keksmaske auf. Haben Sie nicht sogar mal mit einer Keksmaske im Boxclub gekämpft? Nee. Na, dann verwechsel ich Sie. Also, gut, Sie sind auf 436 Jahre nicht da. Aber schön, Sie wiederzusehen. Ja. Freue mich, dass es auch noch kompetente Taxifahrer gibt. Links ja, nur, nur. Ja? Ihre Kollegen ziehen es nämlich vor, bei jeder roten Ampel zu halten. Oh. Herr Knilli! Aber wenn die Polizei mich sieht, die petzen nicht, ja? Ich petze nicht. Ich bin beim FIB. Oh, was? Ja, dann macht schon mal $500 weniger auf die Taxirechnung gleich. Weiter geradeaus? Weiter geradeaus. Ah, da sind wir schon mal bei $1,000. Das heißt, die Fahrt wird ja quasi gratis. Ich nehme eh kein Geld für Taxifahrt. Warum sagt ihr nicht? Weiß nicht. Das ist ein Job. Ich weiß, aber ja, Arbeit ich brauche muss das Geld nicht. Die brauchen das Geld nicht. Nee. Ja, aber Arbeit muss entlohnt werden. Na, dafür kann ich ja mit den Leuten reden. Hey, Knilli, Sie kommen gleich mal ganz kurz mit in mein Büro. Ich gebe Ihnen jetzt gleich mal was. Nein, nicht da, rechts! Wo? Einmal um die Auffahrt rumfahren. Mein Navi ist kaputt. Ja, deswegen sage ich Ihnen. Hier? Genau. Weiter geradeaus. Links. Und jetzt auf der linken Seite, die Einfahrt. Da, wo die Autos da stehen. Auf der linken Seite. Hier? Nein, nicht da rein, rechts. Hier habe ich mal ready gemacht, ne? Oh, jetzt links. Da rein, links, das Haus. Das Gebäude auf der linken Seite, genau. Perfekt. Das ist Ihr Büro? Ja, das ist mein Büro. Holy fuck. So. Kommen Sie einmal mit rein, Herr Knilli. Mach mir keine Schramme rein, ja? Ja. So, einmal hier, nehmen wir einmal eins, what? Zwei, drei, vier, fünf. So. Ja, guck mal, das ist Michael Jackson. So, ich habe ja gesagt, Arbeit soll entlohnt werden. Fünf Scheinchen für Sie, Herr Knilli. Dankeschön. Nicht dafür. Dann können Sie mich öfters anrufen, ne? Aber das werde ich selbstverständlich tun. Das ist nett. Dann wünsche ich Ihnen ein... Ja, spring mal gegen die Wand, hallo. Wie ist denn das? Hallo? Wo bist du? Am Klo. Wie am Klo? Gerade gegessen. Deswegen stinkt das hier so. Was sitzt du am Klo rum?
Ich geh da nicht rein. Kannst du nicht zu Hause scheißen, weil gehst du im Büro auf Toilette? Weißt du, wieder stinkt gleich wieder? Was? Ohne Witz, wir kriegen hier vielleicht noch Leute. Na, Herr Knilli. Ja? Finger weg vom Geldkoffer. Okay, dann geh ich lieber, ja? Alles klar, ich wünsche einen ruhigen Dienst. Vielen Dank und immer anrufen, Taxi, ne? Wir fahren auch kostenlos. Selbstverständlich. Also ich? Machen Sie gut, Herr Knilli. Wünsche was. Danke, tschüssi. Billy, schönen Tag noch. Joi. Tschüss, Michael Jackson. Und nur, wie ist? Ja. Wie soll schon sein? Louis? Ja. Band. Nein. Ich glaube, das geht auch ohne. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Such mich! Willi! Warum hast du keine Hose an? Oh. Hast du masturbiert? Nein! Ding, der war nur pinkeln. Ich geh mal kurz gucken, ob Herr Knilli draußen ist, ob er den Ausgang gefunden hat. Jetzt gerade eben hier rumgestiefelt. Hallo? Willi? Wo ist denn der Ausgang? Wo sind Sie, Herr Knilli? Hier sind Kleider. Ja, das ist richtig, das ist mein Kleiderschrank. Oh, meiner ist kleiner. Da gehe ich fest von aus. Kommen Sie mit. Ja. Der Fahrstuhl hier bringt Sie nach unten. Der linke? Genau. Dankeschön. Hey, ich wünsche was. So. Was klangst du so deprimiert, als ich fragte, was macht die Kunst nur? Ach, gestern Umstyling und so, hab mich ein bisschen mit Vicky gefetzt. Was für ein Umstyling? Ja, ich sollte einen neuen Anzug kriegen, hier, Louis hat das angeleiert. Boah, das ist doch gut, sie sah wieder aus wie ein Mensch. Ja, ich hab, aber ja. Die anderen Umzüge sind wirklich top. Hat dabei aber kein Blatt vom Mund genommen und hat Vicky beleidigt. Inwiefern? Ich hab mich ungünstig ausgedrückt. Ihre Jacke sieht aus wie die Gardine von seiner Oma. Und... Also Vicky wollte mir Tipps geben, wie man eine Frau anspricht und hat sie gesagt, man soll Komplimente machen. Und es ist ja schön, dass Vicky jemanden gefunden hat, der auf ihrer Welle, also sozusagen, dass sie doof ist. Nee, das habe ich ihm gesagt. Wenn ich jemanden finden würde, der auf ihrer Welle Dinge schwimmt, dann würde ich ihr den auch vorbeischicken. Ja, ist das Gleiche. Nee, ich habe nicht damit gemeint, dass sie doof ist. Also ich finde das jetzt nicht so wild. Ich fand's ein bisschen doof. Die nämlich. Ja, gut, das mit der Hose war vielleicht drüber. Ich habe gesagt, die sieht aus wie von einem Tennisspieler aus den 70ern, aber das stimmt tatsächlich. Ja, gut, aber also ich meine, das ist ja immerhin ihr Geburtsjahr, also. Die nennt mich Conny, also von daher. Ah, okay. Sehe ich das, wie gesagt, nicht so eng. Ich durfte mir. Ich durfte mir das gestern anhören, das Geweine von Vicky. Ja, also, die hat Eier. Also, das denke ich ist halb so wild. SMS von Donny. Heute wie immer. Ich weiß nicht, heute wie immer? Weiß ich nicht. Ich rufe den mal an. Ich habe Wasser an eben eine Nachricht geschrieben, er soll sich melden. Moin. Hey, Donny. Hi. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob heute wie immer, denn, ja, die Rehe sind nur noch wenig nach den letzten 3 Tagen. Verständlich. Ja. Deswegen, aber ansonsten, wenn du was hörst, wir sind abrufbereiter. Ja, also ich würde mich da auf jeden Fall melden. Wir gucken gleich erstmal, dass wir uns die Wasserhahn-Leute einmal vornehmen und mit denen unterhalten. Und, dann, ja, würde ich natürlich gerne den Brand noch packen, möglicherweise den Anderson noch packen.
Aber ja, da müssen wir halt auch gucken, ob die da sind. Da würde ich dann sonst gleich auf dich zurückkommen oder auf euch zurückkommen. Klar. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es heute ein bisschen ruhiger wird wie die letzten Retter. Also ist auch nicht schwer, dass es heute ein bisschen ruhiger wird wie die letzten Retter. Ich wollte gerade sagen. Das, die waren ja dann doch schon einnehmend für 2 Wochen. Das ist wohl wahr, ja. Nee, cool, ja. Sag's Bescheid. Alles klar. Und tu mir einen Gefallen, denk nochmal bitte ans Köfferchen, das wäre ein Räumchen. Gell? Selbstverständlich machen wir. Supi, ich danke dir. Bis später. Ciao, ciao. Jo. Also gehe ich recht in der Annahme, dass der Wahrsager gerade nicht da ist. Ich habe ihm eine SMS geschrieben, wahrscheinlich meldet er sich noch. Ja, ich würde vorschlagen, wir fahren, wir fahren einfach mal rum und gucken mal, wer da ist. Ja. Super. Und dann auf geht's, machen wir das. Ja. Guten Appetit. Einer von euch muss fahren. Ja, nicht das Problem. Ich muss in meiner Butterbrotdose weiter leer machen, also, ne? Hast du also auf dem Klo gegessen gerade? Warst du gleichzeitig pinkeln und hast gegessen? Du hast gesagt, du hast gerade gegessen, aber warst deswegen auf Klo. Du bist jetzt schon wieder. Also ich glaube, du hast auf dem Klo gegessen. Nein. Auf dem Klo. Ja. Lass mich in Ruhe. Er hat zu viele Autos mittlerweile am Büro stehen. Oben am Haus steht nur noch ein einziges. Müssen die Limousinen von oben noch runterholen? Nee, die sollen da stehen. Lea steht auch unten. Ja, ich weiß, hab ich da hingestellt. Achso. Viel cooler, wenn die Jungs da stehen da unten noch. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja. Ist nicht so wild. Hat uns ja keiner gesehen. Simon, vielen Dank für den Sub. Der Oreo, danke für 28 Monate. Bloodfester, danke für 10 Monate. Powerpower, dankeschön für deinen 25er Sub. Rice, dankeschön für deinen Sub. Illuminati verschenkt 5 Subs an die Community. Vielen herzlichen Dank. Gestern mal kurz zu deinem Figo, gestellt, ne? Danke für 14 Monate. Schliedi, also danke für deinen Sub. Dem und Band geraten. Der Kopf aber ab. Viel, viel mehr herzlichen Dank für euren Support. Zwischen was? Zwischen deinen Bullfänger und Band. Da möchtest du nicht stehen, wenn das Auto kommt. Ja, das ist richtig. Hast du Kopf ab. Das ist vielleicht Sinn und Zweck der Geschichte. Das ist genau Halshöhe so. Ja. Ich glaube, das ist genau auf Brands Halshöhe. Bester Streamer, den ich je gesehen habe. Das ist aber eine geile Kiste. Die passt zwar nicht zu uns, aber die macht zu viel Spaß. Ich überlege mir einen ganz anderen Zug zu legen. Ich weiß nur nicht, ob ich mir das Geld wert ist. Zeige ich euch nachher mal. Gibt da einen, auf den hätte ich schwer Bock. Ich will eher wieder was Ruhiges. Also so ein Camacho, das ist schon was Schönes. Was Ruhiges, ein Camacho, genau. Ja. Ist ein Geländewagen. Das ist was Ruhiges. Ich hab Bock auf einen Sportwagen, wo ich mir den Rücken kaputt mache. Andersrum, oder? Mhm. Wusste ich, war ein Test. Das Ding ist, du passt dein Fahrstil aber auch dementsprechend an, ne? Ja, also, der kennt nur ein Gas, Vollgas. Ja. Rechts. Ja, oder geradeaus, egal. Dann gleich rechts? Nee, immer geradeaus. Okay. Debri, 25er Sub, dankeschön! Vielen herzlichen Dank. Ja, ich kann die Türen drin. Machen wir ein Zirettchen. Ja, ja, mach das mal. Gut drauf. Gut drauf. Nur da 5 Euro, vielen herzlichen Dank, dankeschön.
Ach du heilige Scheiße. Was haben die sich denn hier zusammengezockt? Ja, gekauft sieht er nicht aus. Nee, irgendwie nicht. Das ist jetzt aber nicht der vierte Sessel bei uns aus dem Büro, oder? Ich hab mich schon gewundert, wo der vierte Sessel ist. Aber wie sind die da reingekommen? Weiß ich nicht, aber jetzt hab ich keinen Stuhl, weil hier der scheiß Ding steht, oder was? Aber ich mich echt frage, wie die reingekommen sind. Vielleicht haben die die Lieferung abgefangen. Ich wollte gerade sagen, als sie geliefert haben, vielleicht ist der vom Laster gefallen oder so. Hey, was denn? Jungs. Das ist der vierte. Ja. Das kann sein, dass die alle noch sitzen, ne? Oh ja. Was ist nur? Da ist der vierte Stuhl aus unserem Büro. Wieder ein Monat mehr ist HLO7. Ja. Wahrscheinlich die Lieferung abgepasst und den Stuhl geklaut. Ja, der vierte. Ryan. Hä? Wir haben nur drei bestellt. Wir haben vier bestellt. Aber es ist bestimmt der vierte, auf jeden Fall. Definitiv. Nur, ich würde mich bei den Wasserhahn-Leuten beschweren gehen. Ja, mache ich auch. Wir haben gesagt, der kriegt keinen. So eine Scheiße. Wie sieht das hier oben aus, Alter? Hallo, Unbekannt. Ja, hallo, Taser-Abnahmestelle. Hallo, Herr Bartas. Da oben stehen Flamingos auf dem Dach. Du sag mal, ich brauche mal ganz kurz eine Info von dir. Ich hab den Schuss nicht mehr gehört. Eure Spezialisten aus der Geiselnahme gestern Abend, sitzen die alle noch? Was für eine Geiselnahme gestern? Warst du gestern Abend nicht da? Ich war gestern komplett nicht da. Ah, okay. Ich weiß nicht, ja, die GWS-Spackos haben gestern eine riesen Geiselnahme gemacht. Sind aber alle von euch geschnappt worden. It's ours. Die Frage ist jetzt einfach, sitzen die noch und kann man sich irgendwo mit denen unterhalten oder sind die alle auf freiem Fuß? Die müssten U-Haft sein. Die haben die da auch. Sprich im State. Ja. Du warst gestern gar nicht da, das heißt, du hast auch gar keine Ahnung von meinem Fall. Ich hab keine Ahnung, ich war gestern komplett nicht da. Bist du gerade mit irgendwem anders vom FIB unterwegs? Nee, ich bin gerade ausbildertechnisch gebunden. Ah, schwierig. Gut, mit wem anders hätte ich nämlich auch nicht reden wollen, ne? Denn es gibt ja mehrere Fälle von mir. Zum Beispiel ist ein Deal von mir einfach zerschlagen worden. Ja, bin dann gerade nicht so gut, auf die Polizei zu sprechen. Okay. Ja, sonst melde dich doch einfach mal, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann erzähle ich dir mal, wer wen umbringen möchte, wer mich umbringen möchte, also wer uns umbringen möchte und uns unter Druck setzen möchte, uns umzubringen, wenn wir nicht wen anders umbringen und solche Späße. Sehr witzig. Ich merke schon, es geht um Umbringen, ja. Alles klar. Ja, um Blutbad und Leute zerhacken und ich habe keine Ahnung, aber dem würde ich gerne auf den Grund gehen, dafür müsste ich nur mit einem von den Wasserhahn-Leuten reden. Ach du Scheiße, ja. Ja, also die sind tatsächlich mal unschuldig, sondern die könnten einfach Hinweise auf die Täter geben, darum geht es. Ja, gut, ich werde mich mal melden, wenn ich hier fertig bin. Aber glaubst du, wie lange brauchst du? Das wird 2-3 Stunden gehen auf jeden Fall. Alter, ja, okay. Melde dich einfach. Ja, alles klar. Tschüss. Bis später. Tschüss. Haben die wirklich auf so ein Klimaanlagengerät eine Satellitenschüssel drauf gemacht? Nö, ja, nix kommt nix, ne? Lass mal am State vorbeifahren. Also ich meine, rein werden wir nicht können, aber lass mal vorbeifahren und gucken, ob da Leute drin sitzen. Also ob wir was sehen, ob die Hofgang haben oder sowas. Okay. Black Elephant, danke für 4 Monate. So, wo du hintrittst, hier sind. Onlinskipper, danke für 14 Monate. Strobo, danke für 17. Panda, danke für 4. Newton, danke für 4. Vielen, vielen Dank, Leute.
Der Code für Level Up war Schlorox, oder? Nein, Schlorox 2. Also der ganz normale Gutscheincode für Level Up eigentlich ist Schlorox. Aber heute gibt's ja, also ab heute, also von heute bis Sonntag, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, gibt es eine 2 für 1 Aktion. 2 kaufen, nur 1 bezahlen. Also 1 gibt's gratis. Noah? Ich bin halt nicht so schnell wie du. Ich hab eine Freundin für dich. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Vielleicht sogar auf der Seite steht. I don't know. Ich will nicht wissen, was kommt. Lass einfach. Jo. Okay. Genau. 2 für 1, 2 kaufen, 1 gratis. Das sollte auch funktionieren. Warte mal. Level ich up. Ich hab mit Sicherheit wieder die komplette Arschkarte danach. Kurz SMS lesen. So, nehmen wir ein Digital Camo in den Warenkorb. Wie bei dieser anderen alten. Nehmen wir einmal, egal, Blue Crush in den Warenkorb. So, nein, danke. 2 Dinger im Warenkorb. Dann, glaube ich, zur Kasse. Und da können wir eingeben... Oder bin ich dumm? Wo kann ich denn den Gutscheincode eingeben? Ah, eher weil ich behindert bin. Da wo, steht Rabattcode Schlorox2. Ja, Caps ist mein Freund. Anwenden. Boots kostenlos. Easy. Nein, nicht Siri. Ich habe keine Adult Contemporary Musik. Ja, besser, dass ich die nicht habe. So, einfach Ausrufezeichen Partner, Leute, kriegt ihr nochmal Link, Gutscheincode und so weiter angezeigt. Pingo Chris, danke für 15 Monate. Tobi, danke für 24. Black Elephant, danke für 4. Für die, die nicht wissen, was Level Up ist, Leute, das ist ein Energy Drink. Also quasi, du packst dir in so einen Shaker, hat einfach Wasser, machst einen Löffel von dem Energy rein, schüttelst und hast einen fertigen Energy Drink, der halt gerade jetzt bei der Aktion verhältnismäßig natürlich heftig günstig ist, weil du bekommst für 38 Euro, kriegst du 40 Liter Energy Drink. Musst du erstmal trinken. Wo geht's lang? Ja, hier links, genau, ne? Hast du gerade den gelben gesehen? Nee, wo? Ich hab grad noch gesagt, wir haben einen gelben hinter uns. Ist abgebogen. Hier rechts und dann wieder rechts. Und da ist der lang. Gelb mit schwarz. Schäfter. Und jetzt ist der erst rechts weitergefahren. Hier lang? Ja. Hat er uns verfolgt? Ich weiß, ich glaube nicht. Ja, ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Gut, dann weiter zum State. Du musst umdrehen. Da lang. Nee. Wo lang? Das war jetzt auch nicht. Nochmal umdrehen. Fahr zurück und dann links. Jetzt immer gerade auf. Wusste ich, war ein Test. Also 1 Euro für einen halben Liter ist günstig. Du hast dich verrechnet, Bruder. Das ist dann 1 Euro für einen Liter. Herstellungskosten pro Dose um die 3 Euro.
weiß ich nicht, woher du deine Informationen beziehst, aber weiß ich auch nicht, warum man sich da überhaupt Gedanken drum macht. Was glaubst du denn, was die Herstellungskosten von deinem Galaxy S9 sind, was du dir für 1000 Euro kaufst? Oder von deinem iPhone? Oder was glaubst du, was die Dose Red Bull kostet in der Produktion? Also ich sehe nichts mit Hofgang. Wir können natürlich auch mal gucken, dass wir außen rumfahren gerade. Wenn ich Sarg eben richtig verstanden habe, meinte der irgendwas mit U-Haft. Ja, aber U-Haft heißt auch nicht, dass du unbedingt im State sind. Aber am Ende ist es halt einfach wie immer alles Geschmackssache, Leute. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Und das ist auch okay, dass wir alle einen anderen Geschmack haben. Stell dir mal vor, wir hätten alle den gleichen Geschmack, dann würden wir alle auf die gleiche Frau stehen und uns um die streiten. Hof, Bruder. Oh, keiner da. Also zumindest keiner auf dem Hof sichtbar. Energy ohne Kohlensäure, du kannst das ja mit Sprudelwasser machen. Mach ich auch oft. Nur Stark ist gerade irgendwie irgendwas mit Ausbildung. Okay. Wir können mal gucken, wir können mal zum PD fahren, gucken, wen wir da sonst so finden. Vielleicht gibt uns irgendeine Auskunft. Alles gut bei euch? Ja, wir wollten nur mal gucken. Wir haben mitgekriegt, dass, oder einer der Jungs hat mitgekriegt, dass sie eben die ganze Zeit in uns hergefahren sind. Sind euch hergefahren? Achso, du bist der. Ach, Alter, Bruder, du weißt auch nicht, auf welcher Fahrbahn du fahren willst, oder? Nee, ich war ein bisschen abgelenkt, ich habe aufs Handy geguckt. Okay. Deswegen habe ich extra nicht überholt, Alter, weil das war mir ein bisschen zu riskant. Achso, okay. Ich verstehe. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, hau rein. Gelb mit Schwarz. Ist das jetzt noch was Neues oder gehört der zu den Idioten, die wir uns packen wollen? Keine Ahnung. Ich glaube, das... Louis? Mhm. Hast du da eine Info zu? Was? Ich habe das letzte Mal nur gelbe Autos gesehen. Hast du sonst auch noch gelbe Autos gesehen? Ist alles okay bei dir, Louis? Ja. Du klingst so schweigsam und wirkst angepisst. Naja, alles gut. Die 2-für-1-Aktion geht bis Sonntag, Leute. Also bis Sonntag habt ihr Zeit, euch eins gratis zu geben. Aber wenn ihr denkt, ich erzähle euch Bullshit, fragt halt einfach die Leute im Chat, die es sich schon gegönnt haben. Gebt einfach ein Feedback, schreibt rein, wie ihr es findet. Ja, einfach auf dem Auto einen schwarzen Akzent. Ist ja schlimm. Nein, es ging darum, ob das wieder eine neue Gruppierung ist, jetzt Gelb mit Schwarz, oder ob das einer von den Idioten sein könnte, die wir uns sowieso packen wollen. Das ist einer von den Gelben, aber das ist ja Gelb-Schwarz, Gelb ist das Gleiche. Okay. Sind die Gleiche. Aber jetzt zu dritt auf einen einhacken muss halt auch nicht sein. Man bekommt auch 4 für 2 mit dem Code, das ist richtig. XQCM. Ja, scheint auch keiner zu sein, Alter. Was ist denn los heute? Wollt ihr Tag der schlafenden Leute oder was? Hier ist keiner. Wenn jetzt jemand Bock auf einen Kaffee hätte, was dann? Dann wird der jetzt hier verdursten. Ich glaube, das, wenn jemand Durst hat, trinkt er keinen Kaffee. Das ist ein Polizeipräsidium. Das ist doch kein Kiosk.
Ja, aber die Kaffeemaschine ist doch frei zugänglich. Das ist trotzdem immer noch ein Polizeipräsidium. Ruf die Cops doch mal an und fragst du, du willst einen Kaffee, warum ist hier die Tür zu? Soll ich machen? Ja. Nein. Mach mal. Nein, frag die nicht, dass die hier Tür zu, weil du einen Kaffee willst. Es gibt bestimmt warum Spezialisten, nicht? Die das machen. Ich hab oft angerufen, aber ich muss mich sowieso noch wegen einer Akte erkundigen, das trifft sich ganz gut. Ich ruf die mal an. LSPD, Ledger Detective Meyer, schönen guten Tag. Ja, Butters hier, schönen guten Tag, Herr Meyer. Ja. Herr Meyer, ich wollte Sie nicht wieder zu einer Privatparty in meinem Büro einladen, sondern schade. Ich habe ein aktentechnisches Anliegen. Sind Sie frei und können mal gerade zum Präsidium kommen? Wir können mal kurz zum PD kommen. Dann ist Spitze, bis gleich. Bis gleich. Dann ein Akku für mich. Sieh. Ah, super. Waschperfe, danke schön für 4 Monate. Dave, dir danke schön für 5 Monate. Nils, danke für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Billiskner für deinen Sub. Pingu Chris, danke für 15 Monate. Tobi, danke für 24 Monate. Vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Danke euch. Ich glaube, wenn Butters heute einen vom FIB sieht, Alter, dann hört auf, im Kreis zu laufen, Mann. Was ist denn mit dir? Ja, du machst mich komplett kürre, Alter. Mir wird schwindelig, wenn einer ganz im Kreis um mich rumrennt. Moin. Mahlzeit. Schönen guten Abend. Was kann man für Sie tun? Ja. Moin. Es geht sich um einen offenen Aktenfall von mir. Ja. Der eigentlich zugemacht werden sollte. Und da ist die Frage, muss ich da nochmal ran, weil der immer noch offen ist, oder ist der mittlerweile zu und ich muss da nicht mehr ran? Weil ja, gucken wir doch einfach mal gemeinsam sind mal. Sie nicht, rein. Warte ja. Mal, Herr Mayer, sind Sie nicht sogar dabei gewesen, als 4 Polizisten mit Klemmbrettern um ein Auto vom Bürgermeisterverwalter standen? Ja. Aha. Natürlich war ich dabei. Aha. Aber war, wenn... Das wenn war ja... Ja. Naja, das war ja soweit auch ganz witzig und so, ne? Und die Ansage war dann hier, waren sie von dem Streifen runter und was, dann bin ich von dem Streifen runtergefahren, dann haben wir nochmal gelacht, weil Chemba danach mit seinem Auto da drauf kam, ne? Weil der unser Gespräch ja nicht mitgekriegt hat. Ja. Moin. Wie kommt das denn dann, dass ein Haftbefehl mit 10 Monaten Haftzeit gegen mich ausgestellt wird danach? Ein Haftbefehl mit 10 Monaten Haftzeit. Ich müsste mal reingucken, was da ist. Gucken Sie mal bitte in die Akte wegen genau dieser Situation. Es ist gut, dass Sie nämlich gerade da sind, weil Sie waren bei der Situation dabei und Sie sind derjenige, der wissen, wie die Situation am Ende ausgegangen ist. Ja, da gucken wir doch mal gemeinsam nach und dann kann ich Ihnen wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Sesam, das war auf jeden Fall nicht Ehre. Ich fahre mal hier auf. Weil gegen mich war nämlich schon auch ein Fall offen. Haben Sie das geklärt, Herr Chemba, oder ist er noch offen? Weil denn? Der Fall ging der von Chemba ist geklärt, da ist nichts mehr offen. So, schauen wir doch mal nach. Weil nämlich wegen diesem Fall auch mein Auto beschlagnahmt wurde, oben am Haus, wo ich mir dachte, ja gut, okay. Wo Rabe gesagt hat, ja, meine Kollegen sind doof. Es ist noch äußerst interessant, wenn man einen Fall vor Ort klärt und friedlich auseinander geht, da danach eine Akte geschrieben wird mit einer offenen Haftzeit von 10 Monaten und irgendein Bußgeld dort bezahlt werden soll. Verstehe ich nicht so ganz. Ach so, die Geschichte war das. Ja, ich weiß wieder, worum es geht. Und zwar sind sie dann rückwärts da runtergesetzt von dem ganzen Grünstreifen oder von der Grünfläche. Aha. Und sind dabei dann noch rückwärts in die Streifenwagen hinten reingefahren und dann von dannen gezogen. Das stimmt nicht. Und daraufhin hat der Kollege ihnen dann eine Akte geschrieben wegen Sachbeschädigung. Wegen Sachbeschädigung? Aber das ist kein Haftbefehl mit 10 Monaten Haft, sondern das ist lediglich ein Bußgeld.
Aha, da habe ich anderes gehört. Nö, das ist die Akte. Ich kann Ihnen die auch gerne ausdrucken, wenn Sie das möchten. Nö, das passt schon. Ich frage mich nur, wie sollte es wirklich zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, wie dann eine Sachbeschädigung bei einem Verkehrsunfall im Raum steht? Ja, weil das Streifenfahrzeug dabei beschädigt worden ist. Ja gut, aber bei einer Sachbeschädigung geht man ja von Mutwilligkeit aus. Die Fahrzeuge sind voll Kaskoversichert. Der Vorsatz wurde hier auch reingeschrieben. Der Vorsatz wurde reingeschrieben. Vorgeworfen, da Herr Sommer mehr als genügend Platz gehabt hatte, um auf öffentliche Straßen zu gelangen. Ach so, und weil ich vielleicht ein Auto nicht gesehen habe, was ich angedutscht habe, wird mir Vorsatz unterstellt. Das steht hier so drin. Ich habe die Akte nicht geschrieben, aber so steht das hier drin, ja. Ist der Kollege denn da, der die Akte geschrieben hat? Das wäre super, das Ganze. Der David steht hinter Ihnen. Ja, das ist ja noch besser. Wunderschön. Dann erklären Sie mir mal den Vorsatz. Ja, der Vorsatz in dem Fall, das war die Geschichte mit dem Rathaus auf der Grünfläche, ne? Ja, ich weiß, welche Geschichte das war. Ja, wenn Sie zusätzlich noch da einlenken, um das Auto zu treffen, ist das schon ein grober Vorsatz. So, oder knallen müssten Sie eigentlich selbst gehört haben, wenn Sie nicht irgendwie taub sind? Nö, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern. Das Ding ist halt einfach, das passiert halt schon mal, ne? Ich meine, das Auto ist, weiß ich nicht, 4 Meter lang, ne? Ich meine, das ist immerhin hier der mit dem roten Dach gewesen. Ist auch relativ uneinsichtig, dadurch, dass das Rückfenster sehr klein ist. Ja, das ist ein bisschen was anderes, wenn das Verdeck offen ist. Das Verdeck ist allerdings zu gewesen zu dem aktuellen Zeitpunkt. Dementsprechend, gerade beim Rückwärtsfahren, ja, wo man natürlich vorne, hinten, links, rechts gucken muss, kann das natürlich schon mal sein, dass man was tötet wie eine Ampel oder ein Bordstein oder sonst was. Ich meine, wenn Sie sich meine Felgen angucken, das sage ich Ihnen. Aber gut, darum geht das ja am Ende auch nicht. Fakt ist, es ist kein Vorsatz gewesen. Weil? Ja, weil ich ja nicht mit Absicht mein eigenes Eigentum beschädigen würde und irgendwo absichtlich irgendwo wurde. Das finde ich als Detective Meyer schon. Wenn Sie komplett zurückgesetzt hätten, ohne irgendwie das Lenkrad zu betätigen, dann wären Sie super auf die Straße gekommen. Ja, das aber mag sein, aber Sie wissen schon, wenn man auf einem Feld oder einem Wiesenweg sein Fahrzeug zurücksetzt, dass das da vielleicht auch Steinchen gibt oder was, denen man ausweicht, oder hat man das Lenkrad schon so ein bisschen von links nach rechts, ne? Um sich da nicht nachher noch was in den Reifen reinzuknallen. Ich meine, wenn ich mit einem Platten fahre, dann wird das Ganze am Ende noch viel teurer. Ich bitte Sie, den Knall müssen Sie gehört haben. Wenn Sie ein Auto von einem Kleinen nicht unterscheiden können, ob ich den gehört habe oder nicht, den Knall am Ende, darum geht das ja nicht. Ich fahre ja nicht vorsätzlich mit meinem Auto in ein anderes Auto und beschädige mein Eigentum. Welchen Sinn hätte das? Ja, anscheinend schon, sonst wären Sie ja nicht in das Fahrzeug reingefahren. Können Sie ein bisschen leiser sprechen? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, Sie sagen gerade, sonst wären Sie da ja nicht reingefahren. Sind Sie schon mal eine Treppe runtergefallen? Oder ja, kann passiert sein, ja. Oder schon mal hochgestolpert, wenn man zu schnell eine Treppe hochlaufen wollte? Mann, Ryan, der weiß nicht... Ja, wieso haben Sie denn das gemacht? Also das muss ja dann Vorsatz gewesen sein, ne? Ich meine, weil ansonsten wäre Ihnen das ja nicht passiert. Gut, ändert aber am Straftatbestand nichts. Ja, aber doch, ändert am Straftatbestand dann schon was, weil dann reden wir von einem Verkehrsunfall und nicht von einer Sachbeschädigung. Ja, Davis, mal ganz kurz. Du hast ja auch dann bei mir auch einen Fall aufgemacht. Also irgendwie kommt mir das so rüber, als hättet ihr was gesucht gegen uns, damit ihr einen Fall eröffnen könnt. Weil bei mir war es ja angebliches Falscheinfahren in eine Straße. Ist bei dir auch absolut richtig gewesen. Nö. Wir sind im Präsidium gerade alles. Nö. Weil? Okay, soll ich da hinkommen? Weil ich oben gedreht habe. Alles klar, bis gleich. Du hast nicht gedreht, du bist zurück auf die Straße gefahren und bist dann in diese Straße reingefahren. Nein. Du hast dann gedreht, um dich da hinzustellen. Nein. Herr Davis, das Ding ist einfach, Sie wollen mir eine Sache, also wirklich, bevor wir jetzt zu weit vom Thema abschweifen, Sie wollen mir eine vorsätzliche Straftat anhängen, der Sachbeschädigung, unterstellen mir, ich hätte diese vorsätzlich begangen, weil ein Fehler im Rahmen des Straßenverkehrs vorgefallen ist. Ja, vielleicht bin ich unachtsam gewesen beim Zurücksetzen von einer Grünfläche auf die Straße und habe ein Fahrzeug angedutscht, aber... Wie logisch ist es? Ist das keine Sachbeschädigung? Wollen Sie mir das gerade erzählen? Selbstverständlich nicht. Es ist ein Verkehrsdelikt. Okay. Dann hören wir uns das doch mal an. Paragraph 28 Sachbeschädigung. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit einer Geldstrafe von bis zu $1,000 bestraft. Ah, okay. Also das heißt also bei einem... Eben, das würde ja voraussetzen, dass das Ganze vorsätzlich passiert sein muss. Ansonsten würden Sie ja jeden...
jeden, der im Straßenverkehr einen Unfall baut, mit einem anderen zusammen, ja, dem würden sie am Ende kein Verkehrsdelikt vorwerfen, sondern dem würden sie zusätzlich eine Sachbeschädigung vorwerfen, richtig? Tatsächlich machen wir das auch. Das tun sie auch. Wenn jemand eine Laterne über den Haufen fährt, ist das Sachbeschädigung, also selbstverständlich. Oh, hier hat sich ja scheinbar einiges geändert. Mutwillig bedeutet, dass man das vorher ankündigt. Okay, passen Sie auf, ich bin sowieso da steht aber stinkreich. Nicht mutwillig drin. Erzählen Sie mir doch einfach, was Sie von mir kriegen und dann hat sich die Sache. Sie ganz kurz, ich kann ja scheinbar nicht erwarten, dass hier eine Kompetenz arbeitet. Da steht rechtswidrig drin. Rechtswidrig heißt, Sie verstoßen gegen ein paar... Sie sind davon ausgenommen, Herr McCrone. Ja, ich wollte bloß noch mal ganz kurz... Ist dann für Sie das jetzt, also ist es jetzt für Sie, dass man sagt, Fehlverhalten im Straßenverkehr oder auf welchen Paragraphen wollen Sie denn hinaus? Das Ding ist halt einfach, Herr McGrone. Wenn ich jeden Typen, ja, der vielleicht mal sein Auto und Schritt zu weit zurücksetzt, ja, und einen anderen andutscht oder was, weil er gerade nicht in den Spiegel geguckt hat, ja, ich meine, das ist eine Stoßstange. Ja, warum heißt das Ding Stoßstange? So, da hat keiner irgendwie was beschädigt oder sonst irgendwas. Ja, also, weil ich gehe halt einfach mal davon aus, dass sie sich kein Guthaben vom ACLS über diese Beschädigung geholt haben. Ah, dünn, dachte ich mir. Dementsprechend ist es halt einfach was passieren kann. Und sollte es wirklich zu einer Beschädigung gekommen oder wäre es zu einer Beschädigung gekommen, dann hätte mir man auch ein dementsprechendes Gutachten über diese derartige Beschädigung zugestellt. Das Ganze ist nicht passiert, also gehe ich hier einfach von einer Schikane aus. Dadurch, dass einer mal einen Millimeter zu weit zurücksetzt oder sonst was, demjenigen damit einen reindrücken zu wollen, weiß ich nicht, ob es da nicht besser gewesen wäre, mit dem richtigen Fuß aufzustehen. Also beim besten Willen, wenn ich da Anzeigen für aufgeben würde bei der Polizei, wenn an einem Meeting Point einer Mann einen Millimeter zu weit zurücksetzt und die Stoßstange touchiert, dann hätte ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Sollte das natürlich bei dem Herrn so sein, gut, dann hat er da jetzt natürlich ein bisschen Beschäftigungstherapie gekriegt, dann bin ich natürlich gerne bereit, das zu zahlen. Außer natürlich, sie ziehen es vor, das Ganze vor Gericht zu ziehen. Das können wir nämlich auch machen. Dann komme ich nämlich mit den Anwälten und dann bin ich mal gespannt, ob sie das Gutachten haben oder ob sie jetzt versuchen, noch nachträglich eins zu kriegen. Das können Sie sich jetzt aussuchen. Das habe ich Ihnen bereits mitgeteilt. Ach so, dazu nochmal, das kann passieren, das ist richtig, dass man vielleicht mal irgendwo drauf fährt und so. Wie gesagt, Unfälle passieren und es muss nicht immer alles mutwillig sein, da gebe ich Ihnen recht. Haben die Kollegen dann zu Ihnen gesagt, dass Sie anhalten sollen? Nein. Ja, ist er weitergefahren. Ist weitergefahren, okay. Hat doch keiner was hinterhergerufen. Moment, ihr habt aber auch nicht hinterhergerufen, weil wo er nämlich schon weg war, war ich ja noch auf dem Rasen. Und da war dieser komische Rasen hier vor mir, der mir keinen Platz gemacht hat. Und da, ihr habt nicht gesagt, ich habe nur... Sie hätten ja auch bitten können, beispielsweise Herr Chamber, der mit mir zusammen da gewesen ist, das haben Sie ja mitgekriegt. Sie hätten ja Herr Chamber... kurz bitten können, mich vielleicht kurz zu kontaktieren, dass ich nochmal zurückkommen sollte, weil es da vielleicht was zu klären gibt. Das haben sie in dem Fall nicht gemacht. Das heißt, sie haben gar nicht versucht, diesen Kontakt weiter aufzunehmen. Es kam nur die Aussage, oh, das gibt einen Fall. Ja, das hätte ja dann als nächstes wahrscheinlich gewesen, hätten wir ihn hinterhergerufen, ja, Fenster war zu, ich hab's ja nicht gehört. Aber ich war doch da. Das unterstellen Sie mir jetzt gerade. Also mein Fenster ist offen gewesen. Ich denke schon, dass ich Sie gehört hätte. Ich war grundsätzlich oder sehr oft mit offenem Fenster, dadurch, dass ich bei der Fahrt sehr gerne rauche. Das heißt, Sie vermuten jetzt etwas und stellen etwas in den Raum und nehmen das als Tatsache, welches keine Tatsache ist, für Ihr weiteres Vorgehen auch dünn. Das ist doch völliger Humbug. Wayne, erinnere dich mal gut zurück. Wir waren im Cabrio unterwegs mit unseren Rollen. Nein, das hatte ich zu. Aber ich hatte es offen, hätten sie ja was sagen können. Ja, Mutmaßung hin oder her, das bringt wirklich keinen weiter. Ist das vielleicht dem angebracht, wenn man sagt, okay, Herr Davis, war das Ihr Auto oder? Ja. Dass man einfach sagt, Sie hatten jetzt einen Schaden dran, Herr Butters bezahlt das und dann ist die Sache geklärt. Oder ich weiß nicht, ob man damit vielleicht beide Seiten jetzt so ein bisschen zufriedenstellen könnte. Na, ich finde so eine Schikane-Nummer in den Akten bei einem Polizisten kommt auch ziemlich geil. Wer hat Sie gefragt? Also, das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass mein Kollege das hier bewusst irgendwie schikaniert oder einstellt. Ist es tatsächlich wirklich so? Ja, wenn Sie versuchen, die Situation mal objektiv zu betrachten, Herr McCrone, dann sieht das hier schon sehr nach Schikane aus. Weil, also ich weiß, dass Sie ja jetzt auch schon nicht erst seit gestern im Dienst sind und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch Ihnen schon das ein oder andere Mal vorgekommen sein dürfte, dass gerade wenn Sie an Plätzen mit Parkplätzen sich aufhalten oder Parkbuchten sich aufhalten, dass es durchaus vorkommt, dass der ein oder andere
schon mal eine Stoßstange antitscht. Also ist ja jetzt nicht so, als wäre das nicht was, was halt einfach mal passieren kann. Und ja, das kommt vor, das ist richtig. Das Ding ist, wenn dann jemand der Meinung ist, für all sowas eine Akte aufzumachen, wenn man vielleicht auch wenigstens versuchen könnte, darüber zu sprechen, zu sagen, hey, sie haben mir gerade ein Fahrzeug angedutscht, dann könnte man ja vielleicht darüber reden und sagen, oh, ist mir vielleicht gar nicht so aufgefallen, ist mir gar nicht bewusst gewesen, da rufen wir uns kurz ein ACLS, das wäre ja vielleicht sogar die beste Variante gewesen. Ne? Wenn das passiert, dass jemand ein anderes Fahrzeug andötzt, ruft man den ACLS, man kann den Schaden feststellen lassen, der ACLS kann vielleicht vor Ort direkt was klären und dann hätte natürlich der Unfallverursacher dementsprechend auch die Kosten des ACLS tragen können. Aber also, das ist ja alles nicht passiert. Ja, gut. Das ist nicht passiert aus Gründen oder aus folgendem Grund. Wir hatten an diesem Abend, ich erinnere mich dran zurück, einen größeren Einsatz noch direkt im Anschluss, weshalb wir uns entschieden haben, das Fahrzeug nur zu wechseln, sind auf ein anderes Fahrzeug umgestiegen und haben das deswegen in dem Fall nicht getan. Okay, aber Sie standen ja mit Herr Chamber alleine noch eine ganze Weile da, also, und haben mit denen darüber sagen, geredet. Dass Sie Ihre Arbeit nicht richtig machen? Herr McGregor, wer redet denn eigentlich gerade mit Ihnen? Ja, würden Sie, uns nicht mal hier mit dem Herrn Butters, Herrn Butters wollten Sie weiter angesprochen werden, in Ruhe unterhalten lassen? Die Sache ist, ihr ne, ist ja so richtig, wie es gesagt wird. Ihr hättet mir ja auch Bescheid sagen können, ne, dass wir nochmal kurz zurückkommen und die Sache dann klären. Ne? Aber das Einzige, was ich von dir halt gehört hatte, das war halt, okay, dafür öffne ich einen Fall. Das war halt das Einzige, was ich gehört habe. Ne? Anstatt doch mal kurz hinterher zu rufen, ey, Louis, ne? Ich meine, wir kennen uns auch nicht erst seit gestern. Das ist richtig. Ja, da hättest du auch mal was sagen können. Gut, dann machen wir die Sache kurz. Über wie viel Geld reden wir denn am Ende? Ist eine Maximalgeschichte in diesem Fall von $1,000. Dann nehmen wir die Maximalstrafe. Wunderbar. Stellen Sie mir da kurz ein Bußgeld aus. Ja. Herr McGregor, kleine Belehrung im Bereich Strafrecht noch für Sie. In diesem Paragraphen steht nirgendwo mutwillig drin. Ja, dachte ich mir. Das ist das Ding, ne? Man muss sich dann auch mal vernünftig unterhalten, so, ne? Wenn dann derjenige weggeht, das ist auch nicht klar. Mann, das ist jedes Mal mit McGregor so, wenn man mit dem sich da hält und Ding ist man einfach erklärt, dass man den Paragraphen lesen kann und er da irgendwie falsch liest, dass er dann einfach weggeht wie ein eingestattet. Das Ding ist halt einfach, Herr Meier, da steht nicht mutwillig drin, aber da steht rechtswidrig. Sachbeschädigungsfall in einem Verkehrsdelikt durchzudrücken, setzt irgendwie schon eine Mutwilligkeit voraus, denn ansonsten ist es eigentlich sehr schwer, eine bei einem derartigen Vergehen, welches nicht mutwillig passiert ist, zu rechtfertigen, dass man die Sache nicht hat klären können oder klären wollen, ohne am Ende eine Anzeige zu schreiben. Also ich verstehe Ihre Sicht da grundsätzlich. Ja, um auf diesen Punkt, ob das eine Sachbeschädigung ist oder nicht, zurückzukommen. Wir haben in der Straßenverkehrsordnung keinen eigenen Paragraphen, der Beschädigungen im Straßenverkehr an fremden Sachen regelt. Außer den Paragraphen im Strafgesetzbuch, die Sachbeschädigung. Und deswegen muss darauf ausgewichen werden. Ja, deswegen muss darauf in meinen Augen nicht ausgewichen werden. Und ich erkläre Ihnen ganz ehrlich, warum. In dem Fall, wenn man einen Straftatbestand hier irgendwie herleiten möchte. Ja, und da ist halt nämlich der Punkt, wenn man den Straftatbestand herleiten möchte. Das haben Sie ganz gut ausgedrückt, denn das Ding ist halt einfach, dass der Paragraph der Sachbeschädigung mit einem geforderten Maximalstrafgeld von $1,000 an dem Punkt Schwachsinn ist. Und auch da erkläre ich Ihnen, warum. Wenn Ihnen einer mit 250 Sachen seitlich in die Karre rauscht, haben Sie am Ende vielleicht einen Totalschaden. Dann denkt er sich, ja gut, ist mir jetzt am Ende egal, weil war vielleicht nicht mein Auto, was ich gefahren bin, war auch nicht mein Auto, wo ich reingefahren bin. Das heißt, wir haben da eine zweifache Sachbeschädigung und Sie können am Ende ein Strafgeld von $2,000 ausstellen. Ja, vielleicht ist es halt einfach bei derartigen Delikten besser, den ACLS mit einzubeziehen. Das ist grundsätzlich richtig. Gut, aber ja, dann ist das ja vom Tisch. Vergesst nicht, die Akte zuzumachen. Ich wünsche allgemein einen angenehmen Dienst und einen schönen Abend. Machen Sie es gut und ja, ich hoffe, dass es dann geklärt ist, soweit alles, ne? Gut, wieder. Eieieiei. Schönen guten Abend. Slavik, Ahmad und Juri. Guten Abend. Sie sind von GWS, nehme ich an. Das ist richtig, ja. Das ist spitze. Wer sind Sie? Roman Kosloff. Roman Kosloff. Wie viele Leute, Ihre Leute sitzen im Knast? Drei. Aktuell Amahat, noch? Amahat, Slavik und mein Bruder, der Juri. Sitzen die hier oder im State?
State. Wie lange ist unbekannt. Nicht gut. Gar nicht warum? Gut. Weil wir uns ganz dringend mit Ihnen unterhalten müssen. Ja. Und mit ganz dringend meine ich so richtig dringend. Das könnten Sie theoretisch mit mir, Sie können das aber auch gerne mit anderen oder ja, mit das allen wäre am besten, wenn Sie dabei wären und wenn andere dabei wären, wenn wir so viele wie möglich von Ihnen auf einen Haufen kriegen würden. Ja. Ja, irgendwas sagten die Jungs gestern, hier der gute Herr gehört auch zu uns. Die Staatsanwältin hat die wohl irgendwie in Sicherheitsverwahrung gesteckt. Keine Ahnung, aber wie lange, ist eine gute Frage. Mutamba auch schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Und der war vor 2 Tagen war der mal da, so 2-3 Stündchen. Und davor war der dann auch wieder 2-3 Tage nicht da. Der Opa sollte ja auch vielleicht bekannt sein, der ist auch schon ein paar Tage nicht mehr da. Die stecken alle in Sicherheitsverwahrung. Nee. Nee, nicht. Die nicht. Nur drei Leute. Die anderen, die keine Ahnung, wo die sind. Die sind verschwunden. Johnny Ortega ist auch einfach verschwunden. Der sollte irgendwas in der Psychozelle. Keine Ahnung. Ach ja. Hä, ja, hab ich den nicht gestern noch gesehen oder vorgestern? Nee, ich glaube nicht. Ortega ist schon mal länger weg. Ne? Vielleicht vertue ich mich. Richtig. Also so, keine Ahnung, 4 Tage oder sowas ist der jetzt weg. Okay. Sind gerade nur Sie beide da oder noch mehr von Ihnen? Aktuell von denen ich weiß, nur wir beide. Ja. Wie lange sind Sie schon dabei bei GWS? Ich eigentlich von Anfang an. Das trifft sich doch schon mal wunderbar. Bis 12. Haben Sie hier gerade einen Anliegen? Ja, wir wollten, also ich wollte fragen, wann die Jungs rauskommen, ob uns da einer mal endlich was zu sagen hat. Ja, da kann Ihnen keiner was zu sagen, das habe ich nämlich auch schon versucht rauszufinden. Und ich wollte mein Fahrzeug haben, das haben die beschlagnahmt. Was haben Sie angestellt? Das war mit dabei bei der Geiselnahme. Warum sind Sie neben Knast? Fahrzeug gestellt. Ich war als Fake-Geisel dabei. Hm. Da wissen die aber nicht. Nee, das wissen die nicht. Okay. Ja, die sind nur gerade wieder auf Achse, da drin ist keiner mehr. Wenn Sie aber sonst nichts zu tun haben, könnten Sie uns einmal begleiten. Wir haben dann nämlich vielleicht ein kleines gemeinsames Anliegen. Machen wir. Dann, können wir machen. Arcadius Business Center, wissen Sie, wo das ist? Nö. Folgen Sie uns einfach. Okay. Okay. So, dann folgen Sie uns gerne.
Schimmer auf. So, das Ding ist das folgende. Ich nehme mal an, wenn einer von Ihnen schon ein bisschen dabei ist, dann wird Ihnen geläufig sein, dass ich ja schon mal die ein oder andere Differenz mit Herrn Wasserhahn hatte. Darum geht es am Ende allerdings gar nicht, sondern ich glaube, Ihnen sollte auch geläufig sein, dass ich mich aus Differenzen seitens Herrn Wasserhahn raushalte. Das Einzige, was ich ihm gesagt habe, ganz klar ist, Wasserhahn, du kannst deinen Scheiß alleine machen, mach was auch immer du machst. Und selbst in eurem Krieg gegen die Aztekas interessiert mich das Ganze nicht. Aber wenn du der Meinung bist, dass ich wegen irgendeiner Scheiße von dir Probleme bekomme, dann bringe ich euch alle um. Und dazu stehe ich nach wie vor. Allerdings ist die Situation ein bisschen komplizierter. Wenn irgendwelche Leute der Meinung sind, mich und meine Leute umbringen zu wollen, wenn ich nicht sie und ihre Leute umbringe, dann wird die Sache komisch. Hört sich sehr merkwürdig an. Hört sich verdammt merkwürdig an und ich sage Ihnen, wie es ist. Ich hätte in meiner Situation keine Probleme mehr, wenn ich sie einfach alle umbringe. Aber wissen Sie, was ich noch weniger mag, wie keine Probleme zu haben? Wenn einer der Meinung ist, uns sagen zu müssen, was wir zu tun und zu lassen haben. Aus dem Grund habe ich nicht vor, sie umzubringen. Was ich von Ihnen demnach gerne wissen würde ist, und ich weiß, die Liste ist wahrscheinlich super lang, weil ich kenne Ihre Geschichte ein bisschen. Mit welchen Leuten haben Sie aktuell Probleme? Mit welchen Leuten haben Sie vielleicht schon seit längerem Probleme? Und was ist bei Ihnen gerade überhaupt Phase? Also, aktuell wirkliche Probleme die letzten Tage eigentlich gar keine mehr. Aktuell ist Waffenstillstand, Gott sei Dank, mit den Aztekas. Das ja, die werden auch nicht auch zu uns kommen und sagen, hey, bringt ihr die um oder wir bringen euch um. Also das ist, genau. die klären ihren Kram alleine. Ja, sonst ehrlicherweise mit keinem. Also wir hatten scheinbar die Jungs gestern eine Geiselnahme. Okay, aber denken Sie auch mal ein kleines bisschen zurück. Also denken Sie mal ein paar Tage, Wochen, wegen mir 2-3 Monate zurück. Also ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Sie über die Zetas drüber gebügelt sind, als gäbe es keinen Morgen. Genau. Also sind das natürlich auch Leute, die in Betracht kommen. Wer kommt noch in Betracht? Die Anwohner von Richmond, aber das ist eigentlich auch geklärt. Die waren mit circa 10 Personen bei uns gewesen und das ist eigentlich aus der Welt geschafft worden, auch mit einem normalen Gespräch. Als eine Gruppe oder so etwas? Nee. Also es war mal ein Frankie bei uns. Sein Butler wollte sich ursprünglich prügeln. Und dann kam er noch auf die Geschichte, wir sollen aufhören, ständig da rumzufahren. Und das mit, komme auch nicht gerade auf den Namen, mit den Leuten von da klären, weil sonst würde er da mal mitschießen, das würde ihm auf den Sack gehen, dass die Leute von Richmond da immer jetzt die ganze Zeit Stress machen würden. So, und dann kam die Tag später kamen die vorbei und mit den 10 Leuten und dann haben wir das Gespräch gesucht und seitdem ist da auch eigentlich alles ruhig. Wer sind die Leute von Richmond? Das ist Gunther Morrison gewesen und so und ich glaube Tamia Morrison. Kennen die sonst alle eigentlich gar nicht. Das war halt irgendwas, wohl Mutamba wurde im Krankenhaus angespuckt von einem Mediziner oder so und dann hieß es, das wäre eine Krankenhausmafia und dann gab es mal irgendein Gespräch mit irgendeinem Richmond-Kartell. Aber so großartig Richmond-Kartell? Ja, irgendwie sowas hieß es mal, ja. Wer soll das sein? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, Mutamba ehrlicherweise wusste selber nicht so richtig, wer dahinter steckt. Können Sie sich vorstellen, wer großes Interesse daran hätte, sie tot sehen zu wollen? Oh, wenn ich ehrlich bin, aktuell würde ich sagen, die Cops. Und sonst, wir haben eigentlich. Ja, also ich kann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich kann Ihnen sagen,
Mir wäre kein Polizist bekannt, der sie gerne tot sehen möchte. Mir fallen spontan 37 Polizisten ein, die sie gerne im States sehen möchten. Aber tot glaube ich nicht. Ja gut, also. Dann ehrlicherweise vielleicht nur die Aztekas. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keinen. Weil wir haben keine Probleme gehabt, wir haben keinen Stress mehr irgendwo gehabt. Haben sie vielleicht irgendwie, sie haben ja in letzter Zeit wahrscheinlich auch wieder einige Geiselnahmen gemacht. Haben sie da Geiseln, wo sich ein Muster ergibt? Leute, die mehrfach bei einer Geiselnahme dabei gewesen sind, also als Geisel. Leute, die vielleicht also einfach versehentlich häufiger eingepackt worden sind. Leute, wo sie vielleicht bei einer zweiten, dritten, vierten Geiselnahme Familienmitglieder zufälligerweise mitgenommen haben oder. Ist ihnen da vielleicht irgendwie ein Muster hingehend aufgefallen? Dass die Leute sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, dass meine Familie als Geisel genommen wird, deswegen will ich die tot sehen. Wir hatten zwei Geiselnahmen innerhalb von, würde ich sagen, 2 Wochen. Und bei der ersten Geiselnahme, was waren das? Sowas wie eine Sekte oder sowas? Die haben die ganze Zeit irgendwas von Gott und Glaube und sowas geredet. Wie heißt er? Boss? Oder sowas? Und sie haben diese Sekte als Geisel genommen, oder was? Einfach vier Leute vom Walnussfeld. Die gehörten scheinbar aber alle zusammen. Okay. Hatten Sie die Leute von der Sekte in mehreren Geiselnahmen? Nein. Also da waren wir sogar auch noch die Tage, also. Okay. Habt ihr noch was, Jungs? Nur ob die Zetas. Meint ihr, die Zetas würden das nochmal aufrollen? Also unser letzter Stand war, wir waren vor einer Woche circa da gewesen und auch wenn das jetzt lustig ist, wir haben den Sandy Shores Verbot erteilt, daran halten die sich sogar und es gibt halt aktuell auch keinen Grund für Stress. Die sagen, die haben keinen Grund für Stress und also bis jetzt ist da auch gar nichts mehr gekommen seit den ersten Aktionen, seitdem ist da komplett normales Verhältnis. Mhm. Man sieht die noch nicht mal, muss ich fairerweise sogar sagen. Ja gut, aber vor einer Woche noch eine Sandy Shores Verbot auszusprechen, ja? Nee, das ist auch zu dem Zeitpunkt gewesen, wo wir ein bisschen Krieg mit denen hatten. Da, und seitdem halten die sich daran. Wir waren bei denen gewesen, bei denen ihrem Anwesen, haben uns ganz normal unterhalten. Die haben auch gesagt, ja, und an das Sandy Shores Verbot, da halten wir uns ja auch und so und gibt keinen Stress. Wir wollen auch keinen Stress, wir wollen ja einfach unser Ding machen, ihr macht euer Ding. Alles gut. Die Ballers sind, regelmäßig bei uns, so 3-4 Mal die Woche. Das Syndikat kommt ab und zu mal einkaufen. Die, keine Ahnung, Unknowns kommen auch ab und zu mal bei uns einkaufen. Diese Gelben, die haben sich auch vorgestellt. Also deswegen, eigentlich gibt's keinen Stress. Alles klar, gut. Ja, dann werden wir mal versuchen, die anderen von ihnen noch irgendwie ranzukriegen. Aber wenn die gerade alle im State sitzen, ist das natürlich nicht so einfach. Dann lassen sie sich nicht umbringen. Dann danke ich ihnen erstmal für ihre ehrlichen Worte und wünsche bis dahin erstmal einen angenehmen Tag. Danke. Basan hat sich dort gemeldet. Ist er da? Ich ihn auch. Oh. Ja, hat mir SMS geschrieben. Ist er nicht im State? Nee, weiß nur ich drei nicht. Leute. Ist er nicht? Ja, Moment, dann kannst du halt kurz hier bleiben, dann kann er nämlich selber mal hier. Ja, ich ruf den mal an. Schönen guten Tag, Herr Wasserhahn. Ich kann Sie nicht hören. Ich ruf nochmal an. Ja, hallo? Jetzt kann ich Sie hören. Wunderbar. Ach, das heißt, ja, vielen guten Tag. Herr Wasserhahn, ich habe jetzt zwei Leute von Ihnen sitzen. Ja. Kommen Sie doch mal vorbei, bitte. Wissen Sie, wo das Arcadius Business Center ist? Nein. Wissen Sie nicht. Wo ist das denn? Ein halbes Jahr lang gutes RP, wow. Kennen Sie die Wohnungen nahe dem Meeting Point? Ein Stück links neben dem Meeting Point. Da sind auch Wohnungen, die man kaufen kann. So Apartments. Bei den Pizza-Dings hier, ich bin da direkt davor, bei diesem Pizza-Geschäft. So, nee, nicht bei dem Pizza-Geschäft, die nächstgelegenen Wohnungen, links von dem Meeting Point. Ja. Direkt gegenüber ist ein großes Gebäude mit einem roten Teppich davor.
Ach so, Young. Ja, kann man nicht hinkommen? Ja, komm mal dahin. Ja, ist okay. Ich hab hier schon. Wie ist euer Name? Roman Koslov. Roman Koslov und. Ach, das ist bestimmt ein großes Missverständnis. Die haben nicht gemeint, ich glaube nicht, dass das ein großes Missverständnis ist, was er. Ja, ich komm, ich klär das, Young. Ja, wenn du noch einen von euch hast, bring den mit. Ja, ist okay, ja. Spitze, bis gleich. Ja, ja, bis dann, tschüss. Ein großes Missverständnis. Das war komplett gar nichts. Der Klassiker, ja. Ja, aber also, keine Ahnung, auf was das bezogen war, aber der kann halt auch von komplett nichts wissen. Er war halt wirklich die letzten Tage gar nicht da. Wer jetzt? Wasserhahn. Mutter. Naja, ich glaube nicht, dass es sich um die letzten Tage handelt. Da gehe ich jetzt auch nicht von aus. Sondern das scheint irgendwas Langfristigeres zu sein. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwem mal kräftig eine Karriepiste haben. Mhm. Ja, richtig. Damals hatten wir halt nur mal Stress mit den Crusaders, aber das ist ja auch schon alles geklärt. Die werden uns wohl kaum bedrohen. Nee, natürlich nicht. Das wird ja keine offizielle große Gruppe sein, weil die klären ihren Scheiß selber. Das werden wahrscheinlich ein paar Leute sein. Ach so, mir fällt da noch eins ein. Das hat Opa immer angesprochen. Das hat aber nie einer für voll genommen. Danny Anderson sagte irgendwie immer, er würde was ganz Großes gegen Mutamba planen. Das hat der mal dem Opa erzählt. Und Danny Anderson? Der Opa hat, ja, und der Opa hat das mal angesprochen bei uns in der Runde, aber quasi ist da nie weiter was passiert. Was mir so gerade noch einfällt, vielleicht kann das ja auch einfach ein paar Leute sein, sag ich mal, die GWS natürlich über Wochen lang abgefuckt hat, die sich jetzt zusammengetan haben, die jetzt irgendwie gegen die vorgehen wollen. Ja, lass uns mal was anwarten, bis sie hier aufschlägt. Das, Wie lange ist das denn her mit die Info, die die Opa gesagt hat? 3-4 Wochen. Hm. Also der sagt das öfters. Ja, das Ding mal, ist halt einfach, der Zeitrahmen ist halt ungewiss. Also, ne, ich meine, das kann auch theoretisch 12 Wochen her sein. Und dann ist irgendwas passiert, was das Fass irgendwie zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Man kennt es ja, wenn sich Dinge irgendwie schon mal aufstauen. Und von daher, ja, spielt das da, glaube ich, relativ wenig eine Rolle, in welchem Zeitraum das gewesen ist, sondern es ist im Zeitraum der GWS gewesen und das im Generellen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dass, okay, dass wir da nicht Sachen, die, weiß ich nicht, 12 Wochen her sind, ausschließen, weil sie 12 Wochen her sind. Ja, ja, aber wie gesagt, aktuell ist, also mir ist es auf jeden Fall nichts bekannt. Klar, diese Wo bleibt Bonnie der Vogel Clyde, denn jetzt? Keine Ahnung, Bonnie und Clyde Geschichte. Die haben dem Anton Horn wohl was auf den Rücken geritzt mit einem Stein. Ja, aber da weiß ja auch keiner, wer das ist. Richtig. Ja, und vielleicht, dass jetzt irgendwas mit diesem Anderson oder sowas ist, dass der jetzt zuschlagen will, sag ich mal, nach langer Planung oder sowas, aber dem haben wir eigentlich auch nie irgendwas angetan, so richtig. Der hat uns mal Autos vorbeigebracht, ein Buffalo und ein Centorno, und dann konnten wir damit, keine Ahnung, ein paar Tage rumfahren. Das klingelt. Schönen guten Tag, Herr Wasan. Ja, schönen guten Tag. Folgen Sie mir. Die haben da unten einen Fehler auf dem Klingelschild, da steht ein anderer Name. Was steht da? Ja, das steht Summer oder sowas. Hm. Hat für sich einer einen Spaß erlaubt? Ja, was sei denn, hat da jemand drüber gekritzelt, ne? Die Kinder hier so. Können Sie alle Leute hier wahrnehmen? Nee. Lauter was an! Nein, der kann keinen wahrnehmen. Kollektives vor die Wand springen, bitte. Ja, doch, Alessio, sehe ich, ja. Hallo, Alessio. Hallo, was an! Luis, hüpf mal. Luis! Der ist, glaube ich, eingenickt. Herr Wasserhahn! Ja, bitte? Folgendes Problem. Ich habe Ihnen gesagt, es ist mir scheißegal, was Sie machen. Es ist mir scheißegal, mit wem Sie es machen. Und Ihr Krieg mit den Aztekas geht mir auch nichts an. Das interessiert mich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, das Einzige, wenn ich Sie einfach alle köpfen lasse, ist, wenn es mich betrifft. Und bisher sind wir da ganz gut mitgefahren. Ja, ja. Wir fahren da nicht mehr so gut mit. Ach du Scheiße, ja, das, also, ja, das muss alles wirklich, ich kann bestimmt alles erklären, also. Ja, da bin ich immer gespannt, ob Sie das erklären können, denn es ist folgendermaßen, es gibt Leute, die uns bedrohen, uns umzubringen, wenn wir nicht sie umbringen.
Und mit sie meine ich die GWS. Ach du Scheiße, okay. Und das wäre jetzt natürlich ein leichtes, das Problem aus der Welt zu schaffen für uns, indem wir sagen, okay, pass auf, Luis, kannst du einmal gegen die Wand, bitte? Ja. Das wäre natürlich ein leichtes für uns zu sagen, okay, pass auf, wir schnappen uns die GWS, wir bringen die um, dann ist unser Problem gelöst und wir haben keins mehr. Aber ich bin eher ungerne der Mensch, der sich erpressen lässt. Deswegen ist das nicht unser Ziel, ihnen was anzutun, sondern unser Ziel ist herauszufinden, wer möchte denn bitte uns erpressen, dass wir sie umbringen sollen, weil uns sonst was angetan wird. Das interessiert mich viel mehr. Ja, also uns will jemand töten, so gesehen, und... Durch unsere Hände, richtig. Das ist ja merkwürdig. Richtig. Deswegen sind sie hier, oder deswegen habe ich die anderen beiden von ihnen eben gerade schon getroffen und wir unterhalten uns gerade darüber, wer ihnen denn an die Karre pissen können sollte. Augenblick, kurz Telefon. Yep. Hallo Ryan. Hallo. Der von der GWS hat mich gerade angerufen. Wir wollten uns doch gestern mit dem nochmal unterhalten. Der saß jetzt aber im Knast. Ja, ich habe auch schon drei GWS-Leute hier im Büro sitzen gerade. Ach so, ne, das trifft sich gut, dann muss ich dem nicht mehr hinbestellen. Wen hast denn du da noch? Na, den Michalski, den, wie auch immer der hieß. Ja, ist, glaube ich, egal. Also ich habe hier gerade zwei Leute und Mutamba. Ich denke mal, die reichen erstmal. Mit allen anderen reden wir dann, wenn die anderen aus dem Knast wieder draußen sind. Vielleicht fällt da irgendwem noch was ein. Alles klar, dann kann ich dem erstmal sagen, dass wir das nicht mehr brauchen. Genau, ich danke dir. Supi, okay, tschüss. Tschüss. Oh. Ja, ich glaube nicht, dass wir den Michalski gerade auch noch brauchen, oder? Also, das Ding ist halt einfach, für uns stellt sich natürlich die Frage, und das ist natürlich in eurem Fall, ich kenne eure Geschichte, schwierig, eigentlich ist die Frage, wem habt ihr nicht an die Karre gepisst? Fakt ist, irgendwem habt ihr so mächtig an die Karre gepisst, dass ihr nicht davor zurückschreckt, uns mit dem Leben zu bedrohen, oder mit dem Tode zu drohen, damit wir euch töten. Ja, verstehe. Und da ist so ein bisschen die Frage, wer kann dahinter stecken und wen habt ihr in den letzten Tagen angesaugt? Oder, also es müssen nicht mal die letzten Tage sein, es können auch die letzten 4 Monate sein, theoretisch, weil da ist kein Zeitraum irgendwie genannt, sondern Fakt ist, der will euch alle tot sehen oder die wollen euch alle tot sehen. Sind das mehrere Leute oder? Wir gehen davon aus. Okay. Ja, wie soll ich sagen, in letzter Zeit haben wir schon einige Leute auseinandergenommen, ne? Wen zum Beispiel? Also ich schließe aus, dass es die Aztekas waren. Die klären ihren Scheiß selber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu uns gehen und sagen, ihr bringt die um, sonst bringen wir euch um. Ganz genauso kann ich die Crusader ausschließen. Da haben wir jetzt eben gerade auch schon darüber gesprochen. Naja, mit denen ist ja eh alles in Ordnung. Also mit denen ist ja alles cool. Ansonsten eigentlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da allgemein irgendeine Gruppierung so hintersteckt oder eine Gang oder sowas. Mach weiter so. Weil die haben eigentlich mit niemandem Stress. Die sind eigentlich mit allen cool. Ich habe gerade die anderen schon gefragt. Ihr habt ja in der letzten Zeit ein paar Geiselnahmen gemacht. Gab es da vielleicht irgendwelche Geiseln, die zufälligerweise wiederholt dabei gewesen sind? Oder Familienmitglieder von Geiseln, wo sich ein Nachname beispielsweise gedeckt hat, sodass die zum Beispiel sagen könnten, ey, es reicht uns, der hat unsere ganze Familie jetzt schon als Geisel genommen, jetzt wollen wir den Tod sehen. Oder ja, also wollen die tot sehen? Ich weiß ja nicht, was meine Jungs schon erzählt haben. So, ja, nicht allzu viel. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie Nikolai Miller kennen, aber nee. Ja, das könnte eventuell jemand sein. Mit denen haben wir es dann, also, wenn wir den in die Finger kriegen, dann machen wir den auf jeden Fall platt, weil, ja, der führt so ein bisschen Krieg gegen uns im Moment. Der hat eine ziemlich große Fresse, ne? Wer ist das denn? Klär mich mal auf. Ja. Kannst du dich daran erinnern, dass ich dir gesagt habe, dass Tuta und ich jemanden an der Meeting Point weggemacht haben, der sich eine Line Koks ziehen wollte? Oh, der und so eine richtig dicke Fresse hatte. Und, ja, okay. Der die Aztekas dann als Missgeburten und was weiß ich alles beleidigt hatte, den wir dann abgestochen haben, beziehungsweise dreimal Kiefer gebrochen haben. Ja. Ja, und der ist das wohl jetzt auch mit der GWS, der da ein bisschen große Fresse hat. Okay, wieso hat der eine große Fresse? Warum wir den seit Tagen nicht finden. Also, was hat der für einen Grund, da sich so aufzulehnen? Ja, also ich sag mal so, ne? Wir haben den mal als Geisel genommen, aber irgendwie kannte der den Momo so ein bisschen und das war eher so, also der ist freiwillig mitgekommen. Aber der war im Knast, war der ziemlich frech zu mir, meinte, hat mich so beleidigt
Ja, dann war der Stunt, der bei uns halt bei der Geiselnahme, da habe ich den halt, wie soll ich sagen, also ich habe so ein paar unkonventionelle Foltermethoden, wenn mich jemand abfuckt, dann, also ich habe mir so einen dicken Block Druckerpapier besorgt. Ich weiß nicht, ob sie sich so mal an einem Blatt Papier geschnitten haben, aber das tut schon ordentlich weh, ne? Ja, wie soll ich sagen, da habe ich den halt quasi Peace machen lassen und habe den da mal in den Finger geschnitten mit Druckerpapier, ne? Damit der so mal lernt, dass der nicht so frech sein soll zu mir. Okay, das heißt, also da haben wir einen, weil du den gefoltert hast quasi, der... Ja, das geht noch weiter. Okay. Also daraufhin ist dann sein Finger abgefallen, musste wieder dran genäht werden. Wegen dem Blatt Papier? Ja, ich hab das nicht gesehen, ich hab so einen medizinischen Bericht gesehen, Avolution oder irgendwas. Dem ist wegen einem Schnitt mit einem Papier der Finger abgefallen. Das war so ein ziemlich scharfes Drucker. Ich hab das auch nicht verstanden. Vor Gericht wurde gesagt, den ist der Finger irgendwie abgefallen, Luis. Ja, okay, erzähl weiter. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, und dann hat er quasi das Ganze vor Gericht bei dieser Geiselnahme gesiezt, hat er das vor Gericht alles ausgepackt, hat alle Namen und hat uns komplett in die Pfanne gehauen. So. Daraufhin haben wir uns den gepackt. Als wir wieder draußen waren, wollten den auseinandernehmen. Da hat er sich entschuldigt, meinte, hey, ich hab das nur wegen Geld gemacht, die Justiz hat den Geld versprochen, bla bla bla. Aber da meinte er, den tut das leid und der will das irgendwie gut machen. Und da wir wieder eine Gerichtsverhandlung hatten wegen irgendeiner anderen Scheiße, wollte ich den so als Zeugen, sag ich mal, vorladen lassen, damit der so für uns aussagt. So. Haben wir so einen Plan geschmiedet, weil der ist ja erst 7 Tage im Start gewesen und das kann ja, also der kann ja gar nichts wissen und so, dass er quasi für die Gegenpartei aussagt und wir den dann vor Gericht auseinandernehmen, weil der zu dem Zeitpunkt ja noch gar nichts eingereist war und so. Daraufhin ist der zur Staatsanwaltschaft gegangen, macht so eine eidesstattliche Aussage und plaudert alles aus, das ganze Gespräch, den Plan, hat uns nochmal vor Gericht, also der hat doppelt 31er gemacht, also, und ich hab ihm gesagt, wenn er mich nochmal fickt, ich nehme ihn auseinander so. Ja, jetzt hat der uns, jetzt ist der versohlen. Hat er den Bierbauch gemacht? Erst seit dem 28.02. ist der Typ, dieser Nikolai Miller hier. Ja, richtig. Mhm. Also, der hat uns quasi 2-mal vor Gericht verarzt und ja. Jetzt suchen wir den. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein bisschen Angst hat, ne? Okay, ich verstehe. Und ja, gut. Wer könnte noch in Frage kommen, außer der? Ja, Bonnie und Clyde vielleicht noch. Ja, gut, aber da weiß ja auch keiner, wer das war. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Bonnie, ja, vielleicht kann man das rausfinden. Also wem von euch haben die irgendeinen Schwachsinn in den Rücken geritzt? Den Anton haben die Wichser in den Rücken mit einem Stein im State geritzt. Wichser? Mit einem Stein? Ja, mit einem Stein im State, weil die haben da im Stein im State, haben die da, ich glaube, die haben da gefickt oder irgendwas, wirklich keine Ahnung. Ich habe da so eine komische Story gehört und dann hat der das gesehen und hat da so ein bisschen so hingesaut und die haben sich dann so bespannt gefühlt oder war irgendwie kompliziert. Also das heißt, ich müsste theoretisch nur rausfinden, wer mit dem gleichzeitig im State gesessen hat, an Bonnie und Clyde zu kommen. Richtig, dadurch kommen wir an die Namen. Das haben wir auch so in die Wege geleitet. Ich habe auch ein paar, ja sag ich mal, Connections noch zu anderen Gruppierungen und die sind auch mittlerweile, also vielleicht, aber wenn sie das natürlich rauskriegen, sie haben wahrscheinlich ein paar mehr Möglichkeiten und wir die Namen hätten, dann, ja, die haben auf jeden Fall auch quasi... Du glaubst, also ich gebe dir die Namen von Bonnie und Clyde, damit du den, weiß ich nicht, was, eine 31 in den Rücken reinritzt und ich die nicht mehr befragen kann. Nein, sie können die natürlich, nein, um Gottes Willen, ich kann ihnen die auch liefern oder sowas, wenn sie die befragen möchten. Keine Ahnung, wer sie bedroht, der bedroht ja uns alle im Endeffekt, oder nicht? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, die Worte sind, es endet in einem großen Blutbad. Ja, also, dann denkt man dann, keine Ahnung, das sind halt die bei uns. Okay, aber, sehen. Also Bonnie und Clyde haben dem da was im State in den Rücken geritzt, weil der die beim Bumsen erwischt hat. Ja, also ich, ja, oder beim Rummachen oder was. Ey, ihr zieht aber auch, also es ist unfassbar. Ich hab das selber nicht gesehen, ich hab das nur gedacht, auch gedacht. Aber es gab sonst keine Geschichte mit Bonnie und Clyde, sondern die wurden beim Bumsen erwischt und haben deswegen einen Text in den Rücken gekriegt. Ja, der Anton, der war ja allein im State mit denen. Anzeigt die Polizei, hat da auch nichts gemacht, so, keine Ahnung. Aber Anton, wie heißt der weiter? Anton Hohen. Okay, kümmere ich mich drum. Wen gibt's noch? Das sind halt schon mal 3 Verdächtige mittlerweile, das ist schon mal mehr wie 0. Wen gibt es noch, der euch an die Karre pissen können, wollen, würde? Ja. Ja, vorhin die Sekte erwähnt. Ja, aber mit denen haben wir ja auch alles geklärt. Mit der Sekte ist ja auch nichts mehr. Wir waren ja bei denen, haben mit denen geredet und dann waren wir mit denen auch ganz cool. Hm, wo sind die denn? Die sind da oben an dem Messschneider.
haben die sich irgendwie niedergelassen. Okay. Mit den Zetas ist auch alles cool bei euch, oder was? Also die Zetas, also ich krieg gerade einen Anruf von Mohammed, ich geh mal kurz ran. Mohammed, wo bist du? Eine Sekte. Keine Ahnung. Ja, wo bist du? Scheinbar irgendeine Sekte hier, so mit aus 5, 6, 7 Leuten und so, mit Gläubigen und Heiligen und sowas, die sind wohl halt da oben, wo kann ich den hierher holen? Ja, ehemalige... Wer ist das? Der Mohammed, der weiß noch mehr. Der ist die Farm bei mir. Da ist. Der Ammer hat. Ja, richtig. Ja, wenn er den Weg alleine findet, ich erkläre nicht nochmal. Solange der nicht wieder den Alkohol klaut, ist auch in Ordnung. Ah, ja, nee, der ist doch schon mal hier gewesen. Der weiß, wo das ist. Ja, man. Wird so ein Ding hier, ein Arcadius Tower oder wie das heißt. Bürgermeisterbüro, der kennt das. Bürgermeisterbüro, du kennst das. Du hast da, wo du Alkohol getraut. Ja. Wieder gehst du nicht mehr hin. Der Spacko soll hier hinkommen. Da wurdest du niedergetätigt. Nein, komm mal jetzt. Mach jetzt keine Faxen, du reizt uns wieder in Probleme. Komm jetzt, ich beleg jetzt dein... In 5 Minuten ist er hier, sonst geh ich den holen, was er an. Ach du Scheiße, 5 Minuten, beeil dich, renn, lauf, lauf, komm hier hin, schnell, ja, renn, renn. Ja, okay, tschüss, ja, tschüss, tschüss, ja. Scheiße. Ja, der kommt, der kommt. Da fällt er nichts mehr zu ein zu euch, ja. Okay, dann warten wir kurz auf den, vielleicht fällt dem noch irgendwas ein. Der erlebt ja auch mehr Scheiße am Tag wie jeder andere hier im Stadt. Okay. Ja, also ich sag mal so... Können wir noch was wissen über die Sekte? Die... Josef? Genau, irgend so ein Josef, ich weiß nicht genau, wie er sich nennt. Und die sind halt oben, da wo ich eben gesagt habe, an den letzten Leuten, haben die sich niedergelassen, weil die sagen, die wollen irgendwie von der Gesellschaft weg und die wollen Leute, die sich von der Gesellschaft entrückt fühlen, irgendwie da aufnehmen und ihr eigenes Zeug anbauen und nicht das mit den Läden und so. Und waren immer beim Bahnhofsset, um ihr eigenes Zeug dort zu verticken und wollten uns dann sogar noch fragen, ob wir das bei uns im Laden dann anbieten können für die. Ah ja. Das ist so, bauen so selbst Sachen an. Das ist so eine Selbstversorgervereinigung oder was? So Sonnenanbeter? Genau. Das heißt, mich so ein Polizist an. Ich geh mal kurz ran, damit nicht, dass der. Hallo? Herr Mikron? Der hat wahrscheinlich. Also der Wasserhahn hat wahrscheinlich mehr Anruf am Tag als du ein. Cross heißt der mit Nachnamen. Der, was hat der? Das ist. Der hat wahrscheinlich mehr Anrufe am Tag wie du. Der Wasserhahn. Machen Sie sich keine Sorgen, ich klär das, ne? Die meisten davon sind ein Missverständnis. Na, isst du den nix an? Nein, nix mit. Also das mit den 5 Minuten waren Zehrt. Ich töte den nix. Ich töte. Alles okay, isst du den nix. Der ist einer meiner besten Leute. Ich töte. Isst du den nix an? Jetzt sag nicht, der Ammerhard ist zu den Cops gelaufen. Oh Gott, weil was ein Spaß, die. Meine Fresse. Ja, ich weiß, ich wandere dann ins Date ein. Ist kein Problem. Was seid ihr denn für komische Holzköpfe? Oh. Ja, ja, süß. Ja, ja, süß. Naja, es hat der Ammerhard, ne? Wir sind eigentlich nicht alle so. Ich hab das gesagt, die denken, ich hab das gesagt. Gib mir mal die Telefonnummer einer von dem Ammerhard. Ja, Moment, der ist ein bisschen der. Ja. Ja, der ist ein bisschen was ein Otto geworden. Ja, der. Ja, alle sagen das. 3x5, 317. 317. 292. 292. 258. 258. Da bist du. Ammerhard, du gottverkackter Holzkopf, komm in das scheiß Bürgermeisterbüro. Die Bullen standen neben mir. Ja, schick die Bullen nach Bullenhausen, das interessiert mich nicht. Komm ins gottverfickte Bürgermeisterbüro, es ist wichtig. Ja, ich komm, ich beweg meinen Arsch. Ich super, komm, ich komm. Gleich. Ja, tschüss. Meine Fresse. Das heißt, Slavik und Juri, die sind auch aus dem, das heißt, die sind alle aus dem State raus jetzt. Ja, würde ich mal denken, ne, wenn Ammerhard raus. Oh, da läuft der zu den Cops. Right. Nein, die standen wohl daneben dem irgendwie. Ja, aber dann musste er das ja trotzdem laut gesagt haben. Weiß ich nicht. Was nur? Ja. Die Frist, die wir haben, ne? Ja. Kein normaler Mensch jetzt so eine Frist, aber vielleicht eine Sekte? SHLO7. Ja, da habe ich tatsächlich eben auch schon dran gedacht. Okay, die Idee ist tatsächlich gar nicht recht so geben. Dumm. Was denn für eine vielleicht gleich mal vorbei. Ja, warte mal. Guck dir das mal genau an. Ja, ich muss gleich nochmal runter den Brief kopieren. Ey, die Idee ist da tatsächlich super intelligent. Aber was sollten die für einen Grund haben, die... Ey, du hast recht. Und Blutbad kommt damit auch. Mhm.
Individuen würde auch passen. Ja, und ich leg mich mal eine Runde schlafen, würde passen. Meine Fresse. Das ist nicht dumm. Das ist gar nicht dumm. Ja, dann gehe ich mal ganz kurz ein rauchen und dann geht's gleich weiter. Ernst, danke schön für 4 Monate. Sandy, danke für 15. Netrin, danke für 13. Hoshi verschenkt einen Sub, danke schön. Pudex, danke für deinen Sub. Viper, danke für 4 Monate. DJ Klinge, danke für 8. Mule Gaming, danke schön für deinen Sub. Hoshi, danke für 36 Monate, Mann. Danke schön. Rotes Batch auch, Alter. Alan, danke schön für 6 Monate. Norbert, danke für 12. Justin, vielen Dank für 2 Monate. Marvin, danke für 13. Banana Joe, danke für 22. Eriotan, danke für deinen Sub. Krios, danke für 12 Monate. DPI, danke schön für deinen Sub. Zemmischer, danke schön für 7 Monate. Mike, danke für 32. Per, danke für deinen Sub. Vielen Dank, Yoshi, für 5 Euro. Shopper, danke schön für deinen Sub. Michael, danke für 2 Monate. Gaming for Games, danke schön für 4 Monate. Sibi, danke für 19. Passi, danke für 6 Monate. Dirolas, danke für 18. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support, Leute. Tomstone, danke für 13 Monate. Hackmack, danke schön für 10 Monate. Leute, ich bin in 2 Minuten wieder da. Es geht in 2 Minuten weiter. Ich glaube, die Spur ist gar nicht so undumm an der Stelle. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ausrufezeichen Partner, Leute. Checkt das aus, auf jeden Fall. 2 für 1. Aktion bis Sonntag, ziemlich heftig. Ihr spart extrem. Gleich wieder da. Ah, die anderen stehen unten, nehme ich an, oder? Wahrscheinlich. Dann gehen wir mal gucken. Können wir die eigentlich auch reinlassen? Leider nicht. Ah, da seid ihr. Einer nach dem anderen klingeln, bitte. Ja. Ja. Yeah. Mach du. Docs, danke schön für deinen Sub. Waren das alle oder kommt noch wer? Das war der. Ja, sie kennen sich ja schon aus, Herr Mart. Ja. Ja, nur wenig, ey. Wo der Schnaps steht, wissen sie zumindest. Ja, das auf jeden Fall. Die haben ja bestimmt nichts dagegen, oder? Scheiße. Ist Louis gar nicht da? Der war eigentlich schon, aber ich glaube, der macht nochmal eine kleine Nickerchen. Okay. Moment, geht er weg. Moment. Dann, ich will da nur einen Schnaps doch, nehmen. Ja, Schnaps nehmen. Ach so. Gut, habt ihr aber schon aufgeklärt, worum es geht? Da hat gar keiner mehr aufgeklärt. Nee. Es ist folgendermaßen, der Ammer hat. Ich würde mir mein Leben leichter machen, wenn ich sie einfach alle töte an Ort und Stelle. Weil jemand uns töten möchte, wenn wir sie nicht töten. Alessio, kannst du dich nochmal setzen, bitte? Irgendjemand, der mit ihnen scheinbar irgendwie ein größeres Problem hat. Das Ding ist, ich stehe nicht so auf den einfachen Weg. Deswegen mutmaßen wir gerade darüber, mit wem sie in der Vergangenheit dann doch ein bisschen mehr Stress hatten. Denn irgendjemand... Alessio, kannst du dich nochmal setzen, bitte? Ist der Meinung, uns bedrohen zu müssen, dass er uns was antut, wenn wir ihnen nichts antun. Und damit habe ich ein größeres Problem, mit dem leichten Weg zu gehen. Darum geht's hier, deswegen sind wir hier versammelt. Also. Aha. Und wir haben gerade schon das ein oder andere ausgeschlossen, weil, ne, ich meine, wir wissen alle, dass die Aztekas ihren Kram irgendwie selber klären. Mit denen hattet ihr es lange genug, glaube ich. So jemand wird da nicht hinterstecken, sondern unsere Vermutungen gingen halt eher in Richtung, vielleicht hier Bonnie und Clyde, aber ich habe erfahren, dass das auch nur eine kurze Nummer im State Prison gewesen ist und eigentlich auch nichts Langfristiges. Kurze Nummer.
Spassi. Ich hasse dich gerade. Deswegen sind wir vielleicht davon ausgegangen, dass bei einem ihrer zahlreichen Geiselnahmen vielleicht irgendwelche Leute wiederholt als Geisel genommen worden sind, vielleicht Familien als Geisel genommen worden sind, sodass die irgendwann sagen, okay, es reicht mir, wir wollen jetzt mal gegen GWS unternehmen oder ich weiß nicht was. Also ich ist kann mich schon an eine Person erinnern. Weißt du noch, Chef? Diesen komisch, die Sekte? Ja, wir hatten die von als Geisel einmal. Ein Nachspiel, haben die gesagt. Und ja, dafür, dass du ungläubig bist, dafür wirst du bezahlen. Dahin gingen gerade auch Vermutungen von uns, weil die Wortwahl von den Drohungen schon sehr merkwürdig ist. Ich hab da noch was Auffälliges gefunden übrigens. Was denn? Jagen und auseinanderreißen ist eher eine rituelle Sache anstatt. Noah, also man Alter! Würde auch, man würde halt töten sagen, aber jagen und auseinanderreißen sagt man so auch nicht. Noah! Ist auf jeden Fall richtig verrückt, das kann ich euch gleich sagen, Alter. Die sind. Was haben die denn so von sich gegeben, als ihr die als Geisel genommen habt? Ja, so, wie soll man sagen, so, ihr werdet alle bezahlen, Gott sei eure Söhne und nur so ein Geschwafel halt, er wird euch richten und. Ja, ganz komische Heidis. Gott wird euch richten und dann kommt sie zu uns, also das Puzzle fügt sie zusammen, ne? Okay, könnt ihr euch vorstellen, dass die aufgrund dessen, dass ihr die als Geisel genommen habt, hattet ihr mehrfach Berührungspunkte schon mit denen? Nein. Nee. Weil das Ding ist halt einfach, dass aus den Drohungen hervorgeht, dass den Leuten, die derart daran interessiert sind, euch tot zu sehen, das Ganze so klingt, als wenn es denen langsam mit euch reicht. Ja, aber das also, kann nur eine, also tut mir leid, dass ich das sage, aber da gibt es nur eine Kopierung, die Schnauze mit uns gewaltig voll hat. Die ist auch jedes Mal betont. Wer? Tut mir leid, das sind halt die Atzen. Also, ja, aber die Atzen, die würden nicht uns bedrohen, damit wir euch töten. Also das ist. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist halt das Einzige, was, ne, wie die Brüche halt sind. Das Ding ist halt auch einfach, dass die Aztekers genau wissen, dass wir uns da raushalten. Ja, das ist nicht unser Bier. Mein Bier ist es dann, wenn wir mit reingezogen werden. Und das ist gerade der Fall. Und ja, da habe ich mit euch gerade halt weniger ein Problem, wie mit dem, der die Meinung ist, da gerade einen Dicken zu machen. Was ist denn hier mit diesem Miller? Kann ja sein, dass wir mit dem vielleicht noch ein Problem haben. Ja, über den haben wir eben auch schon gesprochen. Es ist halt verdammt schwer. Das Problem ist, gar nicht den Stress. Das ist ja das Ding. Naja, das, da höre ich anderes. Da fällt mir ein, Tutor hatte über die Sekte gesprochen, dass die im Nussfeld Leute absticht. Vor ein paar Tagen. Ja, wir? Nein, die Sektenvögel. Ach so, okay. Ja, gut, aber hilft in dem Fall gerade auch nicht. Ja, ich hab auch da haben wir uns halt auch ein paar Mal mit denen normal unterhalten, deswegen, also klar, kann also alles ich, gespielt also sein. Also ich sag mal so, wäre halt noch, wenn ihr, also die Sekte, dass die ja dann so nahe liegen, wenn sie so komisch zum Wortfall führen, aber... Hat die Sekte einen Namen, wie die sich nennen? Keine Ahnung. Nee. Haben die den Namen gesagt, oder was? Die Leute, die uns da irgendwie... Oder... Möglich. Sag mal, also das Problem ist, wenn wir euch das sagen, lauft ihr über die ganze Insel hier und schreit diesen Namen raus, ja. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Dass ich ja, die Vermutung habe, wenn ich euch alles erzähle, dass ihr diejenigen seid, die das in die eigene Hand nehmen wollen und dass ihr diejenigen seid, die am Ende mehr Problematik in die Geschichte bringen wie alles andere. Und jetzt kommt natürlich, nein, das würden wir niemals tun. Nein, auf gar keinen Fall. Herr Batters, selbstverständlich machen wir das nicht. Aber dann ist dann so ein Trottel, der neben Bullen steht und sagt, wie gerade eben. Das Ding ist, also Sie können das ja vielleicht einfach nur mir sagen, weil ich sag mal so, es gibt einige... Du bist der Schlimmste. Es gibt einige Sachen, die meine Leute vielleicht gar nicht so, die ist ein bisschen vor den Geheim halt und Sachen, die ich selber kläre. Ich habe auch ein paar Connections, ich kenne auch ein paar Leute und ich führe ein paar Gespräche mit anderen Leuten, die auch ein bisschen Einfluss haben, also... Ich kann auch also beitragen zu einer Lösung oder zu einer Aufklärung. Du kannst eher zu Problemen auch, beitragen. Ich hab Sommer euch geholfen, einmal. Aber wie wär's denn, wenn wir die einfach anlocken? Bei so einem gewissen Herrn.
Das Problem ist ja, dass die uns bedrohen, dass wir uns um euch kümmern. Trag doch mal zur Klärung bei, Wasserhahn, und findet ihr doch einfach mal heraus, wie sich die Sekte nennt. Ob die einen Codenamen haben oder irgendwas. Ja, vielleicht kommen wir damit der Sache ein kleines bisschen näher. Ja, dann haltet nur dieses Gespräch hier verschlossen, denn ich will da keine schlafenden Hunde wecken, sondern wer der Meinung ist, uns bedrohen zu müssen, der hat am Ende ein Problem, ein großes. Deswegen wird diese Geschichte hier nicht gut ausgehen. Ja, ja. Sie. Ja, also, alles klar. Ich möchte nur einmal anmerken noch, dass wenn, Sie haben ja gesagt, wegen Leute, denen wir schon öfter auf den Sack gegangen sind, gibt, ja, wie soll ich sagen, so Leute, die bei der Ritzmann wohnen, die sind schon gut genervt von uns, weil wir die, ja, wie soll ich sagen, ne? Aber Mutamba, ihr nervt ja nicht immer nur die Leute, die auch jetzt, sag ich mal, als Gruppierung oder Organisation oder eine Gang sind. Ihr nervt ja auch normale Zivilisten. Ja, richtig, das sind ja da Zivilisten. Da kann es ja auch sein, dass die sich momentan jetzt einfach mal wo zusammengeschlossen genau haben und jetzt meinen, die gehen jetzt einfach mal gegen euch vor. Ja gut, aber wo genau wohnen diese Richmond-Vögel? Also das Ding ist, ich kann mal kurz was erzählen. Also wir hatten vor wenigen Tagen, ich weiß ja nicht, wann sie da diese Information bekommen haben, ob sie dann... Ja, ich glaube halt nicht, dass das eine ganz große Rolle spielt, denn das Ding ist einfach, dass daraus hervorgeht, dass, dass ihr denen scheinbar schon länger auf die Eier geht oder ihr denen schon länger ein Dorn im Auge seid. Und deswegen ist es für uns nicht zeitlich einzugrenzen, ob sich das jetzt nur um einen Zeitraum von 1-2 Wochen handelt oder von 3-4 Monaten vielleicht. Ja, richtig, weil wir haben Stress mit, also es gibt so eine Art Zivilistengruppen. Verschiedenen. Ich habe auch Namen, ich habe auch schon viele von denen auseinandergenommen und ja, die haben diesmal zusammengeschlossen, die haben mit 20 Mann, haben die Mohammed entführt, haben den Finger gebrochen. Also gegen die führe ich schon länger Krieg. Na, solange sie den nicht mit Druckpapier abgeschnitten haben? Wir haben die nicht, aber ja, also wir haben den Anführer von denen schon mal, also der hatte schon Zeit im Gesicht wortwörtlich. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das sind viele verschiedene Leute, kleine Gruppierungen. Oder, also keine Gruppierungen, sondern eher so, halt so, da gibt es verschiedene Namen und die haben sich zusammengeschlossen und die haben auch gegen uns Krieg geführt. Ich hab die jetzt einzeln, ein nach dem anderen quasi auseinandergenommen. Komm doch mal auf den Punkt und sag doch mal ein paar Namen. Ja, Morrison zum Beispiel. Was für ein Morrison? Tamia Morrison zum Beispiel. Sex McMillan, Elias Quinn, Gunther Morrison, der Medic. Warte mal, McMillan, der ehemalige Cop McMillan? Nein, das ist der Freund von dieser Tamir, das ist irgend so ein Typ, den habe ich letztens auch wieder mit Druckerpapier auseinandergenommen vor ein paar Tagen, so gesehen. Travis Tamia Baker. Morrison ist eine Tänzerin von Vicky. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat die sie beim, also die hat mich halt, die haben auf uns geschossen bei uns und die haben sich zusammengeschlossen, da sind viele verschiedene Zivilistengruppen, die bei Ritzmann wohnen. Okay, da ja. Pinky okay, pass auf, wir gehen dem nach, warte. Ahnung. Ganz kurz noch, die Richmond-Kartell, weißt du, wer das ist? Oder Nein. Wer das darstellen soll? Ja, das mit Gorfri und so, die sind noch nicht mal da unbedingt mit drin. Das Ritzmann-Kartell, was es mal als Ritzmann-Kartell gab, die sind noch nicht mal so großartig da mit drin. Ein paar Leute von den Zorn, McMillan und dieser Zavis und so, die gehören auch mit zu diesem Ritzmann-Kartell. Aber Fakt ist, diese Morrison, diese Pinky, Elias, Curtis, Travis Baker, Kingston und noch viele andere Namen. Das sind alles Zivilistengruppen, die sich untereinander ein bisschen kennen. Ein paar sind befreundet, ein paar sind enger befreundet. Es haben sich einmal 20, wirklich, oder das waren 15 bis 20 Leute zusammengeschlossen und haben quasi einen von uns oder zwei, drei von uns entführt und die auseinandergenommen. Danach habe ich den Kopf von denen, den Travis Baker gepackt, den habe ich mit Zeiße gefüttert und ein paar andere von denen noch. Und ich bin auch dabei, das ist so ein Krieg, der jetzt schon seit Wochen oder ne, 1, 2, 3 Monate geht, wo ich auch herausfinden will, wer steckt dahinter, warum machen die das, was wollen die von mir und... Das okay, pass auf, so wir machen hier in der Situation ein bisschen Aufgabenteilung. Wir kümmern uns darum, um rauszufinden, ob möglicherweise das Richmond, ob diese Richmond-Spackos dahinter stecken könnten. Ihr kümmert euch darum, einen Namen oder einen Decknamen von diesen Sonnenanbetern rauszufinden. Wenn einer was hat, meldet er sich beim jeweils anderen und wir treffen uns wieder hier. Ich nehme an, wir sollten beide daran interessiert sein, dass wir das Problem lösen, wenn irgendeiner durch den Staat rennt und sagt, ey, ich bring dich um, wenn du die nicht umbringst. Ja, das denke ich auch. Denn das Ding ist, wenn wir es nicht machen, wollen die es auch in die eigene Hand nehmen, ne? Deswegen, ja, denke ich, haben wir dann ein gemeinsames Interesse. Auf jeden Fall. Also ich würde schon gerne wissen, wer dahinter steckt und ja. Schmitze, dann würde ich sagen, verbleiben wir so, dann macht euch auf die Suche. Wir machen uns dann die Arbeit und wir melden uns, sobald wir mehr wissen. Amma, nehmt ihr eine Pulle Schnaps mit. Ja, geil. Alles klar. Eine.
zwei. Eine. Ich nehme die fette. Ja. Ich will das sagt er öfters. Schönen Abend noch. Gut, schönen Abend zusammen. Alles gelacht. Ja, der sagte gerade was von Pinky. Das ist Mika Corwin. Das ist auch eine Tänzerin von Vicky. Das ist, die hat immer pinke Haare. Ich doch die Nummer von der. Ruf doch mal Vicky an und lass erstmal Vicky hier aufschlagen. Und dann soll die zwei Tänzerinnen hier hinbringen. Januar, das ist jetzt dein Problem. Du weißt, was du zu tun hast. Nee, ich hab mich schon entschuldigt. Hast du dich schon entschuldigt? Noah? Ja, ich glaube, sie hat es nicht angenommen, aber das ist nicht das mein klang Problem. Eben nicht so Noah? Am Telefon. Hallo, Vicky! Geh mal gucken, ob einer von denen noch da ist und gerade klaut. Okay, machen wir heute... Wollen wir uns darauf jetzt erstmal fokussieren, oder... Ja, ja, ich würde sagen, dass wir uns darauf fokussieren. Das Ding ist halt einfach, alles an... Also das andere, du, ich bin... Morgen weiß ich gar nicht, ob und wie ich da bin. Ja, dann bin ich noch Samstag da und dann bin ich nicht mehr da. Das könnt ihr sonst auch ohne mich angehen. Ja, nur das gerade eilt ein bisschen. Ja gut, bis zum... vierten Vollmond, das sind ja auch noch zwei, drei Wochen. Ne? Ja gut, aber ja, das ist richtig, aber ich habe einen ziemlichen Hals, wenn Leute der Meinung sind, uns hier bedrohen zu können. Das ist richtig. Wie ist das jetzt auch, wenn du bist denn nicht da, wie verfahren wir mit die FIB und sowas weiter? Ja, das, ich weiß nicht, ob Lea heute noch auftaucht, das werden wir ansonsten morgen noch klären. Aber... Du meinst Samstag? Ja, je nachdem, ich weiß nicht. Ah, okay. Ob ich morgen da bin oder nicht. Okay. Also ich werde morgen da sein, aber ich weiß nicht wann und wie lange und so. Deswegen, ja, denke ich, dass wir das morgen... Ich bin morgen nicht da. Okay, dann ansonsten Samstag klären. Und dann gucken wir mal. Ich bin Samstag nicht da. Gerade scheint irgendwie Lea der einzige vertrauenswürdige Kontakt zu sein. Adams... Gut, dadurch, dass wir den in der Hand haben aktuell. Aber, ja, gut. Ich meine, ich war natürlich gestern komplett in Rage. Ich war super aufgebracht. Ich habe Lea eine Riesenszene gemacht. Und, weil natürlich mein Vertrauen maximal missbraucht worden ist. Wenn man das Ganze ein bisschen nüchtern betrachtet, wen von uns wundert es, dass die Polizisten auf ihr Wort scheißen? Mhm. Ja. Also, ich meine, wir arbeiten nicht umsonst nur mit Lea zusammen und im Einzelfall mit Adams und ansonsten mit keinem mehr, weil, naja, die Erfahrung zeigt's, ne? Ja, wie wär's, wenn wir die anderen mal ein bisschen mit Falschinformationen füttern? Jetzt nicht Lea und Adams, aber... Also, einfach so als Racheakt. Ja. Ja, wir müssen erstmal unseren Scheiß geregelt kriegen. Ja, das ist richtig. Das kann man mal machen, wenn man Langeweile hat. Ja. Wir haben genug auf die Zettel, ne? Ja. Das ist das. Ich will wissen, wer dieses Richmond-Kartell ist, ja? Weil das Kartell, will ich auch wissen. Also wenn es eine Kartell gibt, ja, dann, das geht nicht, ja. Das geht in meine Business-Zweige rein, ja. 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 Und wenn, dann müssen die bezahlen, weißt du, bei den Gangsters ist es ja so, wenn es gibt neue Gangs, die müssen bei die alte bezahlen, damit die werden, können sich aufbauen, ja. So, die respektmäßig. Und bei die Kartell, ja, ich gehe davon aus, dass sie sich bei uns melden, ja. Du lebst das Ding hier aber auch schon mittlerweile, ne? Ich hab das schon immer gelebt, Brian. Ja. Ah, du hast nur keinen Gegenpol mehr. Ja, das ist auch gut so. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jetzt können wir uns frei entfalten, ja? Aha. Wie ein Schmetterling. Richtig. Ja. Ja, das Ding ist halt einfach, wie gesagt, ich werde die ganzen Fälle komplett in eure Hand geben. Ich bin, wie gesagt, heute noch da. Morgen bin ich auf jeden Fall da. Ich weiß nicht wann. Samstag noch. Und dann bin ich zwei Wochen raus. Ja, dann müssen wir Samstag die finale Besprechung noch machen. Ja? Ja. Morgen ich bin Samstag da. Nicht da. Ja, du bist ja morgen da. Ja. Ja, also, aber später erst. Ich sag mal so. Klar, ne, ganzen Fälle übernehmen wir natürlich. Aber... Das haben Alessio und ich gestern schon gesagt. Welcher von den Kacklappen wird sich denn dann bei uns melden? Weißt du, was ich meine? Was meinst du? Der,
Alessio, erklär du das nochmal, wie du das gestern gesagt hast. Nein, diese altbekannte Problem halt, ne, das wird ein bisschen schwierig sein, die Kontakte, Aufrechterhaltung mit FIB und sowas zu haben, wenn du bist ja nicht da. Ja, ja, ist auch nicht da. Ja, das ist es halt. Und du bist halt die Hauptsprecher am Partner, ja. Dementsprechend ist FIB sowieso raus, beziehungsweise wenn Adams da ist, ja, da hat auf jeden Fall Louis einen guten Draht zu. Ja, das. Dadurch, dass Lea auch nicht da ist, fällt die halt auch sowieso für euch weg. Und die anderen, naja, man hat ja gesehen, wie man denen trauen kann. Hat sich der Taliano bei einem von euch nochmal gemeldet? Nö. No. Negativ. Ist mit Vicky eigentlich, kommt die hier hin? Die drückt mich die ganze Zeit weg, weil sie irgendwie in der Polizeikontrolle ist. Weil der Taliano von dem kam irgendwie so nach dem Motto, ich wäre ja jetzt schuld, dass die den da lang gemacht hätten. Das Ding ist aber... Ja, die Cops haben da irgendwas an die Justiz wohl geplaudert, was die Justiz nicht hätte wissen dürfen. Deswegen bin ich auch ziemlich angepisst. Aber der Grund dafür, dass die bei dem Taliano überhaupt in die Bude geritten sind, ist wohl, dass der sich irgendwo hat als Fake-Geisel hinstellen lassen. Na. Und wenn da dann natürlich Equipment ohne Ende abhanden kommt... Und die wissen, dass der damit zugehört, dann brauche ich nicht wundern, wenn die ihm in die Bude einreiten. Da hast du nicht ganz unrecht. Das ist richtig. Naja, und zum Draht zum FIB, können wir Adams anrufen, wenn du nicht da bist? Ja, das würde ich an eurer Stelle wohl tun. Erzählt ihr mir nicht zu viel. Okay. Nein. Ja, nee, natürlich nicht. Ja, was ist mit Operation Aluhut? Ja, lass uns da später mal hinsetzen, Louis. Die könnt ihr natürlich auch in meiner Abwesenheit anfangen anzugehen. Ja, du musst nur, ne? Ja, ich weiß. Ja, pass auf, dann lass uns doch gerade mal bei den Aztecas rumfahren, dann gucken wir mal, was der Phase ist. Die sind gerade in der Polizeikontrolle. Woher weiß denn das? Weil Vicky mir das gesagt hat. Achso. Ja gut, aber dann wollen wir trotzdem nicht hier rumsitzen. Wir können ja schon mal hinfahren. Die werden damit sicher gleich da aufschlagen, oder nicht? Ich habe ihr eine SMS geschrieben, soll ins Büro kommen. Achso. Ja. Schwierig. Keine Ahnung. Ich würde mich gerne mal auch mit die Sekte unterhalten. Ja? Ich auch. Ich habe das auch gedacht gerade. Ja, wer weiß, was das für Vögel sind. Ja, und dann lass uns doch gleich mal die Helikopter holen. Wo sollen die sein? Oben bei den Meth-Dingen, oder was? Ja, mit die Autos. Ja, komm, dann schreib Vicky, die soll schreiben, wenn die fertig sind, und dann fliegen wir da jetzt mal rum. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Ryan? Mhm? Würdest du mir nachher den Heli mal ausleihen? Ja, sicher. Ja, wir sollten den dann sowieso mal in eine Garage von euch stellen, weil wenn ich 2 Wochen nicht da bin, würdet ihr den da brauchen. Ja, kannst du mir den gleich wiedergeben. Ja, den können wir ja ausgeparkt lassen. Was? Wie was? Was? Ja, ich hab gesagt, du hast doch einen Schlüssel, den können wir ja ausgepackt lassen. Dann kannst du den benutzen, wann du willst. Nein, die Garagenwärter holen die ab. No. Doch. Nur die Helikopter? Ja. Ah, okay. Lass ihn. Ryan? Ja? Wenn du 2 Wochen nicht da bist, kannst du mir den Schlagen GT ausleihen? Jetzt geht das schon wieder los. Warum? Ja, weil ich mir da was ein bisschen Druck haben will. Nur so für zwischendurch. Ja. Ich weiß noch, wo der letzte Mal in Urlaub geflogen ist. Da kam auch jeder zu dem. Kannst du mir das? Ja, ich weiß, wem ich mein Haus gegeben habe. Letztes Mal, als du in Urlaub geflogen bist, und das war super. Ich weiß, wem ich mein Haus gegeben habe und der Riesenpartys veranstaltet hat. Das war super. Das war eine geile Party. Das ist ungefähr ein Jahr her. Ja. Und es war eine Bombenparty. Du, Ryan? Koks, alles war da. Auf Alessio kann man sich ja nicht verlassen. Aber du kannst mir gerne deine Schlüssel vom Haus geben. Ich passe darauf auf, zu 100%. Und ich mach's auch keine Partys. Mensch, Alessio, sei doch ruhig. Schaut gar nicht mehr nach Hause. Sag einer den Schlüssel.
Bruder, ich hab das auch schon die ganze Zeit, ja. Ach so. Der arme Kopf eben, Alter. Wie wir den tot gelabert haben. Weil, ja, klar bin ich dem absichtlich in die Karre geballert. Ja, ich kann mich nicht zurückhalten. Nicht zu erwarten. So ein Spacko. Ich flieg. Ja, ich reiß mich nicht drum. Soll er machen, sonst ist er wieder die nächste halbe Stunde beleidigt, wenn ich sage. Ja, außerdem habe ich mittlerweile ganz gerne Chauffeure. Ja, los, mir ist gleich das vorne. Oder hinten. Ja, Hauptsache wir sitzen. Ja, jetzt. Wenn du den Hebel nach hinten ziehst, gewinnen wir in Höhe. Ja. Es gibt aber neue Flughafenregeln, an die ich mich halten muss. Flughafenregeln? Ja. So. Und ab hier darf ich hoch. Ah, okay. Weil sich die SPLS so gerne an Regeln hält. Übrigens, da unten ist mein Boot. Falls ihr das noch nicht kennt. Mach mal die Augen zu, Bruder. Hier, schaut mal. Ja. Lade ich euch auch gerne mal drauf ein. Ja, natürlich. Also wenn ihr mal Bock habt, ne? Aber klar. Ja, ich nehme das Angebot an. Außer Noah. Warum das denn jetzt? Ich dachte, wir sind Freunde, immer verarschst du mich. Ja. Vielen Dank, Lady Kreif für 11 Monate. Lukas, danke für 13. Vielen Dank, Brosnow für 2 Monate. Leon, danke schön für deinen Sub. Docs, danke für deinen Sub. Vielen Dank, Grexa. Nee, stimmt gar nicht. Icecakes verschenkt 436 Millionen Subs, unter anderem Grexa. Vielen herzlichen Dank, dankeschön. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Niki! Ich sitze im Heli! Ich ruf dich gleich zurück! Und der Heli ist geräumig. Hallo Tuta. Kann ja mal hier durch den Tunnel. Hola, fliegen. Amigo. Warum hast du es besser Zeit, dass wir unsere Spielzeuge abholen können? Aber selbstverständlich. Sehr wunderbar. Wir fliegen nur gerade zu so ein paar Sonnenanbeter-Idioten. Kannst du mir was über die sagen? Du hast letztens schon mal irgendwas über die erzählt. Sonnenanbeter-Idioten? Ja, also, du kommst ein Priestersverein? Sektenvögel. Sektenvogels? Ja. Noch viel kann ich nicht sagen. Die standen uns letzter Meeting Point und haben irgendwie nach Autos gefragt. Okay. Ich hab dann gefragt, ob wir ein Wohlfahrtsverein sind. Mehr weißt du nicht über die. Genau. Allzu viel weißt du über die nicht. Ja, wir müssen gleich sowieso noch mit Vicky reden. Seid ihr in der Hood gleich? Wir sind gerade am Meeting Point. Ja, pass auf, dann rufe ich dich einfach an, wenn wir hier fertig sind. Kann eigentlich nicht lange dauern. Alles klar, amigo. Mach super, das einfach. Bis gleich. Bis später, adios. Seid ihr sicher, dass die hier wohnen? Da hinten steht ein Auto. Ist doch schon überall diese Hippie-Scheiße an der Wand. Den komischen Typen. Mit so hier. Wasserfarbe gemalt oder was weiß ich, was das für eine Scheiße ist. Äh,
Da steht ein Panto, sonderlich reich scheint ja nicht zu sein. Schreibt sich meiner das Kennzeichen auf, sagen wir mal einen möglichen Namen von wem auch immer. Beutel. Beutel. Klingt nach dem Kennzeichen für ein Lagerpanto. Hallo? Irgendeiner von euch Sonnenbetervögeln zu Hause? Wir glauben an den Teufel und wollen uns bekehren lassen. Alternativ, die meinte noch eben ein paar Mal, dass die viel am Weinungsfeld wären und da die Leute irgendwie, keine Ahnung, können. Ja, dann fliegen wir da noch vorbei. Ja. Und ansonsten fliegen wir zu den Aztekers. Yes. Und klären das erstmal mit Vicky, also dass die ihre Mädels da mal anrufen soll. Das Ding ist halt nur, denen müssen wir auch ein bisschen erzählen, warum, ne? Und ich würde ganz gerne nicht mit allen Infos raus. Ich hasse diesen Hubschrauber. Oh. Also ich kann schwören, wir sind hier richtig. Ja, kann sein, aber hier ist keiner. Naja, aber bei diesen ganzen Maldingern. Was muss man bezahlen, wenn man sich einen Elefanten ausleiht? Elefant. Eine Panto mit die Kennzeichen Beutel. Boah, Jari, Alter. Wie heißt das Kennzeichen? Beutel. Jari, Alter. HCR 19 Monate, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für den Support. Elefant. Was ist nur los mit dir? Freunde, morgen, by the way, ist nicht streamfrei. Wir sind morgen live. Morgen gibt es RP. Morgen gibt es alles, was uns so Spaß macht. Morgen gibt es ein neues Game auf jeden Fall geben. Ja, check Twitter, Instagram und so, wenn es losgeht. Ja, wir sind auf jeden Fall morgen da. Samstag noch. Und dann geht's in Urlaub. Also noch zweimal da und dann geht's in Urlaub. Morgen und übermorgen gibt's noch Stream. Ja, ich find's ehrlich gesagt ganz angenehm, dass mit Badass heute mal ein bisschen ruhiger ist. Also ich mag Action. Ich mag. Du musst noch weiter in die Deepe Stories und alles, aber Alter, die letzten drei Tage waren ja drei Tage Tunnelblick, ne? Und das Stunden über Stunden über Stunden Tunnelblick, Action, 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 Action. Ich genieße das auch mal, wenn es ein bisschen ruhiger ist, tatsächlich. Ah ne, andersrum, 180 Grad drehen. Wir fliegen genau in die falsche Richtung. Also jetzt mal im Ernst, ne? Ja, jetzt einfach geradeaus. Wer schreibt so einen Brief? Eigentlich kommen nur die in Frage. Na, also weiß ich nicht. Oder einer, der es auf ihn lenken will, ne? Also ich meine, wir haben ja schon alles erlebt. Ja gut, die Möglichkeit gibt's auch. Wollt ihr zum Nussfeld? Ja, das ist hier unten. Das ist schwierig mit Landen, landen am besten beim Weindepot. Rechts. Oh, da stehen einige Autos. Ich würde nicht sagen, wenn wir suchen, ich würde einfach mal umhören. Also wenn da wirklich so Vögel sind, werden die sich schon von alleine aufdecken. Guten Tag. Guten Abend. Und. Hallo. Guten Tag. Gott möge mit Ihnen sein.
Sie müssen sich doch nicht direkt das Hemd vom Leib ja, reißen. Ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Guten Abend. Sie sind es. Ja. Hallo. Ich habe sie tatsächlich gar nicht erkannt. Guten Abend zusammen. Schon wieder. Ich dachte, da komm in der rote Krawatte. Haben wir schon jetzt erzählt? Ja. Trotzdem nicht erkannt. Was machen Sie? Frankie! Ist nicht hier. Ist nicht hier. Verwechselt. Sieht so aus wie Frankie. Und also den vermute ich irgendwie immer in ihrer Nähe. Nee, in letzter Zeit eher weniger. Ah, okay. Ich spreche mal gerade ein bisschen leiser. Eigentlich wollte ich hier keinen fragen, keinem sagen, nach was ich suche, aber... Nochmal. Augenblick. Ha? Die zwei Bullies hier rechts neben uns mit dem Kennzeichen Harvest 1 und Harvest 2. Der Bulli da hinten mit dem Rost und gerade stand hier so eine Tussi an dem zweiten mit so einem Röckchen. In so einem Kleidchen, was eher so zu so einem Sonnenanbetern-Typen passt. Alessio sagt auch, jo, das passt. James, kannst du kurz kommen, bitte? Yes, sir. Ich komme ja nicht so auffällig hin, aber der komische, schrottige Bulli da hinten. Ja. Zu wem gehört der? Zu der Sekte. Wie sind die hier? Ja. Wo sind die? Die Loader und die zwei Deloader gehören auch dazu. Ja, weiß doch. Wo sind die Trottel? Die zwei Damen in Kleidern, die irgendwo hier unten. Alessio redet gerade mit denen. Dann. Und dann noch so ein Typ mit Latzhosen und einer mit Mantel. Super, ich danke erstmal. Ja, wollen wir so. Ja, wo wir hin können. Was können wir denn für Sie tun? Wir spielen gerne Bingo. Mhm. Und. Irgendwie glaube ich Ihnen das nicht. Was wollen Sie denn wirklich? Ja, meine Frage ist eigentlich einfach nur, wir wollten hier mal gucken und vielleicht ein paar behilfsdürftigen Menschen helfen, ja? Wir sind quasi auf Gottes Mission hier, um Armen Brot und Trinken zu geben. Das hört sich... Haben Sie vielleicht Durst und Hunger? Im Moment nicht, danke. Nein, danke. Die Damen? Nein, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Aber was machen Sie denn hier, außer die Walnüsschen sammeln? Das ist das Einzige, was wir hier tun. Wir sammeln die Walnüsse und ja, verkaufen diese, um ein bisschen Geld zu verdienen, das, was halt nötig ist. Alter, seid ihr vor einen Walnussbaum gelaufen? Nein. Warum? Darf ich fragen, wo Sie wohnen? Ich glaube, ich habe schon mal was von Ihnen gehört. Das dürfen Sie, aber ob Sie die Antwort bekommen, ist eine andere Sache. Ja, das steht auf der Sonne, auf der Holzhütte oben am Meffverarbeiter. Die Antwort. Ja, Sie wohnen oben auf dem Berg, oder? Ich habe schon von Ihnen gehört. Ja, das tun wir. Was ist denn nun wirklich Ihr Anliegen? Irgendwie habe ich das Gefühl... Um ehrlich zu sein, sind wir alle besessen. Wie einfallsreich. Okay, das ist dein Ticket. Du kommst mit, Hütchen. Mit mir. Wir wollen uns mal... Spreche ich undeutlich. Alleine. Mit mir. Komm, zack, zack, beweg dich. Jetzt. Ja. Warum wollen Sie alleine mit ihm sprechen? Ja, das kann er Ihnen später erzählen. Ihr bleibt da stehen, ihr Blumenladies. Ich kann doch nicht mit seinem Bruder alleine lassen. Wo gehen Sie mit Jedediah hin? Ja, in die Hölle gehe ich mit Jedediah. Was machen Sie mit ihm? Blumenladies, darüber, andere Straßenseite. ZZ, ziemlich zügig. Warum sollte ich das? Ja. Weil ich das sage. Ja, ein Problem. Was? Diese Herren, mach dich darüber, Lady, oder ich puste dir die Fresse weg. Andere Straßenseite, habe ich gesagt. Was haben Sie vor? Ich rede mit Lord Hütchen jetzt. Ich habe vor, mich zu unterhalten. Mit einer Waffe. Richtig, bis eben gerade keine Waffe, aber wenn ich siebenmal sage, die Blumenladies gehen auf die andere Straßenseite, gehen die Blumenladies auf die andere Straßenseite. Also, Sie auch, zügig. Unglaublich. Geht doch. So, Jedediah. Jedediah, mit D. Das interessiert mich nicht. Und wenn du Papstediah heißt...
Ja. Es hilft den zu tasen, sonst kann ich nicht mit ihm reden. Das nennen Sie unterhalten? Hab ich mich ungünstig ausgedrückt? Ich hab gesagt, ich puste dir die Fresse weg, wenn du nicht darüber was gehst. Was hat er Ihnen getan? Hängst du an deinem Leben? Was hat er Ihnen getan? Das will ich wissen. So. Ganz einfache Fragen, Jedediah. Was ist denn hier los? Alter, das ist ein neuer Meeting Point hier. In welchem Verhältnis stehst du zu GWS? Und jetzt erzähl mir nicht, dass du nicht weißt, was die GWS ist. Das sind die Vollschwachmaten, die oben auf einem Supermarktdach wohnen. In Sandy-Shores, die haben uns als Geiseln genommen. Super, und weiter? Mehr weiß ich nicht. Das ist alles, was sie wissen. Ja. Aha. Gut, dann können sie wieder zu den Blumenladies gehen. Dankeschön. Dann unterhalten wir uns nochmal mit dem, der nicht so sonderlich an seinem Leben hängt. Sie! Warum? Ja. Können dann bitte einmal mit uns kommen? Was haben wir Ihnen getan? Das Ganze hier könnte deutlich freundlicher ablaufen, wenn ja, Ihre ich verstehe nicht, weshalb. Blumenladies da vorne nicht den Mund so aufreißen würden. Das erkläre ich Ihnen gerne, weshalb. Wir würden sehr gerne wissen, in welchem Verhältnis Sie zu GWS stehen. Das sind die Typen, die auf dem Supermarktdach in Sandy Shores leben. Ja, das sind die Typen, die uns vor genau 4 Tagen als Geiseln genommen haben. Mhm. Ja. Und weiter? Das ist ja nicht das Ende der Geschichte, oder? Wären Sie begeistert, wenn man Sie als Geisel nehmen würde? Definitiv wäre ich da nicht von begeistert. Ja, dann kennen Sie unsere Ausrichtung, unsere Einstellung. Mhm. Wie haben Sie vor, dahin weitergehend zu verfahren? Gar nicht. Was würde es uns bringen? Wir wollen unsere Ruhe. Wir sind im Norden. Wir haben uns dort niedergelassen. Wir wollen uns selbst versorgen. Wir pflanzen Gemüse und Obst an. Wir wollen nichts mit der Stadt zu tun haben. Exakt aus diesen Gründen, exakt aus diesen Fallbeispielen, die ich eben wieder gesehen habe. Mein Name ist Joseph. Vielleicht sollten wir uns zunächst mal vorstellen. Wie heißt du weiter? Hab ich es zumindest gelernt. Butters, Cross. Mein Name. Guten Tag. Herr Butters. Was hat Ihnen mein Bruder getan? Ihr Bruder war einfach nur der Meinung, den Mund ein bisschen eben gerade zu voll zu nehmen. Es ging lediglich darum, dass wir uns mit Ihrem Bruder unterhalten wollten. Ihre Blumenladies sind diejenigen, die das Ganze nicht verstanden haben, weswegen das Ganze hier ein bisschen ungemütlicher wurde. Wir wollen uns mit Ihnen unterhalten aufgrund der GWS. Denn ich sage Ihnen, wie es gerade aussieht. Sie scheinen hier ein bisschen was zu sagen zu haben, wenn ich den Kontext hier richtig deute. Ist das richtig? Ja, man hört auf mein Wort. Das ist richtig. Mhm. Dann sage ich Ihnen ganz kurz, wie das für mich aussieht. Für mich sieht das gerade so aus und ich kenne Sie nicht. Ich kenne weder Sie noch die anderen drei, die da hinten stehen. Und ich bin nicht der Typ, der mit sonderlich vielen Leuten hier Probleme hat. Ja. Aber ich bin der Typ, der ein Problem damit hat, wenn Leute dafür sorgen, dass ich mit anderen Leuten Probleme kriege. Ja. Und es gibt starke Hinweise darauf, dass Sie irgendwelche Probleme, die Sie mit der GWS haben, auf unserem Rücken austragen wollen. Deswegen sind wir hier auf der Suche nach Ihnen, um ganz normal mit Ihnen zu sprechen und zu fragen, was bei Ihnen eigentlich Phase ist und was zwischen Ihnen und der GWS Phase ist. Denn wir haben relativ wenig Lust darauf, in irgendwelche Differenzen zwischen Ihnen und irgendwelchen Supermarkt-Hayopais zu geraten. Ich weiß nicht. Ich denke, Sie haben mich und meine Familie jetzt schon ein wenig kennengelernt. Ich glaube nicht, dass die beiden Mädels da hinten in der Lage sind, auf irgendwelchen Rücken Probleme auszutragen. Vor allem Probleme auszutragen auf den Rücken von Personen, die wir nicht kennen. Das hat mich nämlich tatsächlich auch schwer verwundert. Deswegen sind wir hier, um uns ganz normal zu unterhalten. Gut. Spitze, aber Sie sagen, es gibt keinerlei
Probleme, in die sie uns quasi mit reinziehen wollen. Guten Abend. Keine. Nein, schönen guten Abend, die Herrschaften. Es gibt keine Probleme, wo sie sagen, dass. Ja, Augenblick, wir sind im Gespräch. Geben Sie mir eine Sekunde, ist sofort fertig. Es gibt keine Probleme, wo sie sagen, da versuchen wir andere Leute quasi mit reinzuziehen, weil wir die nicht selber angehen wollen oder. Wäre schön, wenn sie uns kurz das Flaschen reinlassen. Ist Ihnen noch nichts irgendwie geläufig? Ja. Nein, schauen Sie, das Problem ist, wir sind vor wenigen Tagen hier im Staat hier eingereist. Wir haben versucht, in der Stadt einfach Fuß zu fassen. Uns auch in gewisser Art und Weise anzupassen. Aber wir haben gemerkt, dass die Menschen in der Stadt einfach komplett mit falschen Idealen beschüttet sind. Das Materielle, das Geld, gut. Es gibt Personen, die mögen das. Es gibt Personen, die mögen es, mit dem Helikopter hier zu landen. Aber es gibt auch Personen, die einfach jeglichem Streit einfach aus dem Wege gehen möchten. Die in Ruhe leben möchten. Ja, also ich stehe auf Geld und Streit aus dem Wege gehen. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Ja, das ist richtig. Gut, Joseph war der Name, richtig? Ja. Dann entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Wir wollen nicht länger stören, denn wir sind nur hier, weil wir genau das nicht wollen. Probleme. Dann will ich nicht länger aufhalten. Wunderbar. Dann erkläre ich das mal gerade mit der Polizei. Kommen Sie einfach normal auf uns zu und es gibt immer die Möglichkeit. Haben wir anfänglich versucht. Ja, okay, gut. So, die haben es ja schon gemeldet. Entschuldigung, schon wieder der Kater. Wir sind gerade mitten im Gespräch gewesen. Was können wir für Sie tun? Landen in der Flugverbotszone, nehme ich an. Nö, wir wollten eigentlich nur fragen, ob das Ihr Helikopter ist. Ja, das und ist. Ob alles in Ordnung ist, weil wir haben hier ein Dispatch bekommen und irgendwie weiß keiner, ob der war irrtümlich. Einer. Was war irrtümlich? Der Dispatch. Der Dispatch. Anscheinend. Ja, ich kann Ihnen sagen, warum das irrtümlich war, weil einer von den Walnuss-Hajos da vorne wahrscheinlich ein bisschen sich eingeschüchtert gefühlt hat durch unser Auftreten. Ich meine, warum landet hier ein Helikopter und schreit auf einmal Leute an? Erkläre ich Ihnen gerne. Das da vorne sind irgendwelche Sektenvögel. Okay. Ja, die mit dem weißen Gewändern. Moment, sind das die, die Obst, reines Obst verkaufen? Ja, genau. Ich kann Ihnen das nicht genau sagen, aber das sind irgendwelche Selbstversorger, die bei Meth-Verarbeiter leben. Ich kenne diese Leute nicht. Ich hatte auch eigentlich nicht vor, diese Leute kennenzulernen. Es gibt nur Hinweise darauf, dass diese Leute, ich nenne es mal, nicht in der Lage sind, ihre Probleme selber zu lösen und deswegen andere Leute bedrohen und weiß ich nicht, als Opfergabe für den heiligen Sonnengott verscharen wollen. Oder ich habe keine Ahnung. Da wollten wir einfach nur mal freundlich anklopfen, einfach mal nachfragen. Das Ding wurde halt nicht so freundlich und ein bisschen lauter, als die zwei Blumenladies der Meinung gewesen sind, den Mund aufzumachen. Ja, wir wollen hier keine Probleme, wir wollen keinen Stress. Wir haben zwei Leute nur von denen gefragt, ob die was mit einer Sache zu tun haben. Die sagen, haben die nicht, die wollen keinen Stress, sondern sich nur irgendwo selber in den Bergen versorgen. Dementsprechend sind wir aus der Nummer tatsächlich raus und haben auch nichts weiter damit zu tun. Okay. Ja, die Sektenleute müssen wir sowieso mal schauen. Ich weiß, das ist kein Helikopterlandeplatz, ich weiß, das ist kein Flughafen und eine Flugverbotszone. Das ist uns tatsächlich durchaus bewusst. Das ist nur, komme ich auch gerne für, Ja, ich sage jetzt mal so, es ist nicht mitten in der Innenstadt, wo sie Personen gefährden, da kann man mal drüber hinwegsehen, wenn es mitten auf dem Feld ist und wenn niemand gefährdet wurde. Ja, das ist tatsächlich einfach nur, wir wollten zu denen nach Hause und zu denen nach Hause kommt man recht schwer mit dem Auto, deswegen haben wir uns am Flughafen unseren Helikopter geholt, weil wir halt auf den Berg fliegen mussten, weil die da leben. Und uns wurde halt eben gerade zugetragen, dass die oft hier am Walnussfeld sind. Deswegen sind wir auf dem Rückweg Richtung Flughafen, haben wir halt kurz hier gelandet, damit wir uns mit denen mal kurz unterhalten können. Ja, gut. Okay, und die haben aber jetzt aktuell nichts vor, die Sekten, Leute. Also dafür lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer. Nichts, was ich, zumindest nichts, was ich gerade beweisen könnte. Okay. Hören wir mal mit der Herrschaft. Dem nicht mehr sprechen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen unter dem Aspekt. Also die sind ja schon öfters auffällig geworden, was auch immer die da treiben oder machen oder praktizieren, ne? Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, also tatsächlich haben wir auch schon Berichte darüber, dass die Personen sich nicht gerade gut eingliedern in zivilen Sachen. Ja, die also scheinen irgendwie, ich weiß nicht was, also ich habe nur Geschichten gehört, aber alles, was man über die hört, ist doch durchaus merkwürdig.
ja, aber ich konnte schon selbst meine Bekanntschaft mit den Herrschaften. Yeah. Also, keine Ahnung, ich hab mich gerade nicht so wohl in dem Gespräch gefühlt. Ich war da sehr... Also die... Ich muss ehrlich sagen, es war alles gut, bis die beiden Damen angefangen haben, mit mir zu reden. Dann habe ich gedacht, ich gucke irgendein Trainingsvideo, das auf meine Psyche anschlagen soll. Ja, ja, ich glaube, genau das ist es auch. Und ich habe halt, oder uns ist schon so angekommen, dass die hier irgendwelche Leute rekrutieren sollen und ich weiß nicht was. Also ich kann Ihnen nur nahelegen, da ein Auge drauf zu halten. Aber wie gesagt, mehr können wir nicht sagen. Wir wollten nur mit denen mal quatschen und hören, was die hier so für Stunk verbreiten. Ja gut, alles gut. Ich kann Ihnen sagen, wie es ist. Es gehen Gerüchte rum, dass die Leute uns als Bürgermeister umbringen wollen. Wenn tatsächlich eine Morddrohung stattfinden sollte, wissen Sie ja genau, wie Sie eigentlich zu reagieren haben. Ja, sicher. Das ist nur... Ja, genau. Das Ding ist nur, dass wir keine Beweise haben, dass die das sind. Okay. Sondern Indizien und wir wollten die einfach mal fragen, was denen so ihr Tagesablauf ist. Okay. Der ist bestimmt anders. Kurze Frage, haben Sie einen Dispatch oder einen Anruf bekommen? Irgendwas, was nicht jeder hat. Bitte was? Wir haben einen Dispatch bekommen. Ja, wahrscheinlich von den Warnungsleuten, die haben gedacht, hier ist irgendwie Stress und haben sich wahrscheinlich bedroht gefühlt. Aber nein, hier ist alles gut, wir fliegen jetzt auch wieder, wenn wir von Ihnen die Starterlaubnis bekommen und dann können die Sektenvögel hier Sektendinge machen. Der Helikopter muss sowieso weg, ob wir den jetzt wegbringen lassen oder ob sie wegfliegen. Ja, yeah, wir bringen ihn dann wieder zum Flughafen und satteln da wieder auf dem Fahrzeug. Alles klar. Und ich habe auch eine Zustellbenachrichtigung. Okay, super. Ja, dann, wenn irgendwas ist, Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Dienst und einen schönen Abend. Jawohl, schönen Abend. Bye, alles. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Und dann hört sich gut. Nein. Ziemlich sicher, dass die da sind, ja. Na, das stimmt. Der macht von vorne bis hinten nicht. Der machte gerade einen auf so. Guck mal, der machte gerade auf einen so auf so freundlich und die würden niemals was tun. Aber Wassan hat eben gesagt, die hätten gesagt, die werden den noch austreiben und die werden den noch richten, dieses ungläubige Pack und sowas, ja. Ja, ja. Ja. Und gerade war der sehr, sehr nett, ja. Ich bin, als ihr oben wart, mit den Mädels am Reden und dem Typen, bin ich nach unten gegangen und da stand dieser Josef da und hat telefoniert und ich sag guten Tag und dann sagte er unfreundlich, weil er wusste nicht, wer ich bin und so, ich kann gerade nicht. Ich bin am Telefon. Na ja, komm. Lass uns das gleich kennen. Lass uns erstmal wieder zum Flughafen. Ja, ja. Perfekt. Das stinkt auf jeden Fall richtig. Und hast du das gerade mit dem Butler und Butler Red und sowas gehört? Nee. Der Typ, der da so rübergebrüht hat? Den sollten wir... Schade, dass die Cops jetzt da sind, sonst würde ich den sofort einen reinhauen. Wieso? Was hat er gesagt? Ja, ich habe nur einen Typen... Louis hat das auch gehört. Louis, schau uns erst an. Irgendwie, der hat gesagt, irgendwas mit Butler, Butler Red, was kommt als nächstes? Schwiegermutter sucht Butler Red oder was veranstalten die da oder irgendwie sowas. Ich will die Cops abhauen, weil ich will dem einen auf die Schnauze hauen. Ja, können ja später nochmal wiederkommen. Ja, dann findest du meine Fresse, Alessio, du bist ein... Was? Also so schwer kann das doch nicht sein, hier einzusteigen. Ja. Oh. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Sir. Tschüss. Wer war das? Was war denn das? Oder war das James? Nee. No. Wer sind diese Anzug-Fifis da mit den blauen? Sind das Was diese sind die Zetas? Wollen wir dann nochmal ganz kurz hingehen? Die haben mich gerade aber angerufen. Das war der Typ, der da ganz links in der Gruppe steht, der das da gerufen hat, mit dem Butler und Butler Red und so. Die Zetas haben mich gerade angerufen, auch informiert darüber, Dispatches. Wir fragen mal, was da für ein Problem ist. Ja. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten?
Nö, nee, gut. Warum? Nicht, dass wir wüssten. Nicht, dass sie wüssten. Nö, weil ich eben gerade das eine oder andere gehört habe. Irgendwas mit Schwiegermutter und ich weiß nicht was. Vielleicht will mir einer was erzählen. Nee, wir hatten Schwiegermutter. Scherze gemacht. Hallo. Weil es gibt ja jetzt den Butler und die Butlerette, wie wir eben erfahren haben. Und da haben wir gedacht, wann kommt denn die Fernsehserie Schwiegermutter sucht Schwiegerbutler? Kann der ja mal einen aufs Gesicht hauen. Hä, wer hat das gesagt? Keiner von uns. Ja, das hat gerade der Kollege gesagt. Also das hat keiner von den Cetas gesagt. Und der hat auch mal wirklich ein paar aus dem Maul. Keiner. Ach, hier sind wir ja schon. Dachtest du nicht am Haus? Nee, nee, hier im Büro. Was ist das denn? Egal, schieb den weg. Mit dem Bullfänger kein Problem. Willi Knilli. Sehr geehrter Herr Butter. Ja, wie die Erdnuss-Butter. ich möchte mich für die $5,000 bedanken. Ich habe diese direkt an einen Frischankömmling ausgezahlt. Mir ist Geld egal und ja, ich war lange nicht da. Da ich aber weiß, dass Sie jetzt Bürgermeister sind, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Idee haben, die Rallye von mir zu unterstützen. Es geht mir nicht darum, Geld zu machen. Es geht mir darum, dass die Leute, die sich bei der Rallye austoben können, beziehungsweise Spaß haben können und Kontakt dazu. Also mir geht es darum, Geld zu machen. Ich würde gerne mit dem. Ich würde gerne mit den Rennen wieder ab Samstag, den 23.03. durchstarten. Ah, da bin ich weg. Falls Sie da auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Kussi. Wäre erreichbar unter Handy oder der 0 oder Taxi 03. Bussi, dein Willi. Nimmt sich dem irgendeiner an und kassiert das Rennen ab? Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der geht mir richtig auf den Sack. Okay, können wir das Ganze professionell sehen? Ja, ich will auch professionell nichts mit dem zu tun haben. Der geht mir tierisch auf den Sack. Okay, ich habe nicht gewusst, dass du auf einmal anfängst, unprofessionell zu arbeiten. Hab dich anders eingeschätzt. Luis, guckst du, dass du das irgendwie den Kontakt aufnimmst, sagst, jo, klar, wir unterstützen dich. Denke nicht, dass der da groß irgendwie was will. Guck's einfach, dass du dir die Kohle einsteckst davon und lässt die machen. Mhm. Super. Mach ich. Sehr gut, dann haben wir das doch. Gut, dann rufe ich Tuta einmal an. Ne, der hatte mich auch gerade eben angerufen, den habe ich aber weggedrückt. Ja, aber ich glaube, ich habe da noch ganz viel an der Meeting Point gesehen. Bekannt. Seid ihr noch an der Meeting Point? No, wir können nach Hause kommen. Dann kommen wir bei euch gerade rum. See. Oder sollen wir woanders hinkommen? Wir sind gerade oben am Bahamas in der Ecke. Bei den Seipels. Nö, bei euch ist in Ordnung. Alles klar. So, dann bis gleich, Amigo. Ja, natürlich. Wir haben es aber heute. Ist wirklich so. Heute ist nicht schlimm, ja. Oh Mann, ey. Wir sind falsch. Aber, in was sind wir falsch? Meeting Point oder nicht? Nein. Das wird aber, denke ich, die Tage, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob wir es vorher noch schaffen, aber ansonsten wird das die Tage ein Spaß für euch, ne? Weil ich glaube, die Sektenvögel werdet da richtig befragen müssen, also befragen. Oh ja, die nehmen wir auseinander. Da wollen wir mal gucken, ob Gott wirklich auf deren Seite ist, ja. Ja, dann ist auf jeden Fall der Teufel auf deren Seite. Ich glaube nicht. Ist ja. Na, ja, die kommen jetzt. Ah. CC. Carlo, danke schön für deinen Sub. Boss hat danke für 25 Monate. Gut zu wissen, danke für 8 Monate.
Snowschaubel, dankeschön für deinen Sub. Olbrich, dankeschön für deinen Sub. RPG, dankeschön für 8 Monate. Ist so unbekannt, 25 Monate, ich danke dir. Asase, danke für 11 Monate. Hardstyle, danke für 19 Monate. Candyman, danke für 9 Monate. Lukas, danke für 13. Okay, Jungs, vielen Dank, Kira. Ihr wisst, was das heißt, ne? Hola. Also bevor wir jetzt anfangen, muss ich erst Kira begrüßen. Ja, dann begrüßt du mal den Kira. Und stopp. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Grüß euch. Hallo. Ich bin voll aus dem Konzept jetzt. Warum? Kann jetzt gar nichts verstehen. Warum sind wir hier? Weil wir mit denen reden wollen. Ah, Vicky und... Ja, okay. Mein Gehirn, wirklich, die letzten 3 Tage waren viel. Zu viel Input. Ist Vicky da? Den ist da, aber ist gerade unterwegs, irgendwas vorbereiten, keine Ahnung. Das ist schlecht. Sollst du die mal nach hier bestellen? Das wäre super. Hola Vicky, kommst du mal gerade in den Hut? Si. Okay, bis gleich. Adios. Si, ist auf den Weg. Wir müssen ein bisschen was über... Also wir werden mit zwei Tänzerinnen von der reden müssen. Si, okay. Merkwürdige Geschichte. Merkwürdige Geschichten. Ihr kanntet keine Leute, die sich insane nennen, ne? Nee. No, aber davon hattet ihr ja schon gefragt. Ja, genau. Aber... Das hatten wir gestern so am Rande mitbekommen. Ja, das Ding ist, dass wir keine Ahnung haben, wer sich am Ende so nennt. Aber möglicherweise gibt es 2 Tänzerinnen von Vicky, die in irgendwelchen Leuten drinstecken könnte, die da möglicherweise mit zu tun haben könnten. Also es ist ein Indiz, nichts irgendwie... Festes, aber mit denen wollen wir uns halt gerne unterhalten. Okay, bringen wir hin. Habt ihr schon gehört? Den Zeipels, den Fußpilz ist wahrscheinlich schon wieder aufgelost. Wer? Diesen Zeipels, den Fußpilz. Welchen Fußpilz? Ja, die Leute, die dachten, die konnten in unserer Farbe rumlaufen. War doch schon wieder einen neuen Gang am Start. Ah, das habe ich nur von den Blatts kurz gehört. Ich weiß davon nichts. Irgendwelche Blauen, die irgendwie mal kurz wieder da waren, aber also die waren ja blau, oder nicht? Und nicht türkis. Ja, nicht, ja, türkis, ja, sie. Stimmt schon, aber naja. Ja, aber also die Blatts haben auch schon gesagt, irgendwie die waren auch irgendwie direkt wieder weg, irgendwie ganz komische Leute. Wir sind da an dem Abend, als wir das gehört haben und die gesehen haben, sind wir da noch hin. Mhm. Und 10 Minuten vorher liefen die noch in Blau rum, dann kommen wir da an und alle haben sich auf einmal umgezogen. Und der Grund dafür war, dass die finanziellen Schwierigkeiten in Chicago haben und deswegen ihre Hosen wieder in den Schrank gelegt haben, bis die den finanziellen Schwierigkeiten in Chicago bewältigt haben. Ah ja, alles klar. Mhm. Natürlich. Okay. Dann haben wir denen direkt mal gesagt, dann sollen die am besten ihre Hosen oder was denn auch immer haben, direkt im Schrank lassen und nicht mehr auf die Idee kommen, den anzuziehen. Fanden die nicht ganz so lustig. Dann haben wir denen gezeigt, was wir lustig finden. Habt ihr übrigens aufgehört, Adler zu bedrohen? Sie. Alles gut. Du hast ja angerufen, seitdem haben wir das nicht mehr gemacht. Okay. Nicht, dass das letzte kleine Mal war, Vögelchen sich ins Höschen macht. Ich glaube, das letzte Mal war vor 3 Tagen oder so. Da war Louis auch hier. Ja, und beim nächsten Mal, wenn wir sowas machen, sag ich dem nicht 3 Minuten vorher am Telefon, jetzt geschieht ein blaues Wunder. Und alle rufen den an und bedrohen den. Das machen wir vielleicht ein bisschen, ohne dass das auf mich... Also ich meine, es war ja für jeden Blinden klar, dass ich dahinter stecke. Das war vielleicht nicht so gut. Aber lustig. Also meinst du, der ist ja auf die Liste gekommen? Nein, wie komme ich denn da drauf? Habe ich mich voll beeilt, ey. Hallo, Luis Amigo. Ja.
Ich hab ein bisschen was fürs Geschäft getan. Sehr gut. Sieh. Den Sohn, den überlegt sich das, die kommt vielleicht vorsingen, auch vor den Recall-Settles. Sieh. Und Selina ruft mich an, sobald die wach ist. Sehr gut. Finde ich gut. Vicky, wir müssen mit zwei Tänzerinnen von dir sprechen, unbedingt. Mit welchen? Mit Tamia und Pinky. Oh je, warum? Weil die möglicherweise in irgendwas drinstecken könnten. In was stecken die drin? Hoffentlich in gar nichts, aber möglicherweise stecken die in einem merkwürdigen Personenkreis mit drin, die merkwürdige Dinge tun, und da hätten wir einfach ein, zwei Fragen an die. Nichts Wildes tatsächlich, nichts, was am Ende brenzlig für die wird. Wie wollt ihr die befragen? Die kommen hier hin und wir stellen Fragen. Okay. Dann ruf ich die mal. Da ist es super. Wie hast du denn gedacht, wie man den Leuten so befragt? Ja, weiß ich ja nicht. Stimmt das mit Zettel und Stift? Ja, ich würde auch vielleicht dann, um an Informationen zu kommen, ein paar Finger brechen oder so. Ja, aber dann komm. Bei deinen Angestellten. Ja, deswegen frag ich ja. Tamia, hast du gleich ganz kurz Zeit? Das sind noch Tänzer, die brauchen die. Alles klar, kommst du mal ganz kurz mit mir. Dann komm mal bitte zu Hut. Ja, bitte. Als ich vor. Was, dass die wieder zurück in einem Jahr. Zwei Wochen nicht da gewesen bin. Also? Ja. Ich will nicht auf die Party raus oder sonst was, das ist mir scheißegal. Aber du weißt genau, was die Schwierigkeit gewesen ist. Alles ging irgendwie ein bisschen, hat ein bisschen stagniert in der Zeit. Naja, ich habe Werbung gemacht und du bist in die Zeit Bürgermeister geworden. Ja, das ist richtig, aber unsere eigentlichen Dinge und Leute, die nicht da waren und so weiter, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, ich weiß, worauf du willst hinaus. Ich werde mit den anderen sprechen. Und ich werde auch mit den Crusadern sprechen, beispielsweise. Ich will, dass alles in meiner Abwesenheit zu 100% über dich läuft. Alles. Okay. Ich will, wenn du sagst, auf der linken Seite stehen vier Crusader und auf der rechten Seite türmen sich drei Leute zu einer Pyramide, dass das so passiert. Ich hab keinen Bock wiederzukommen und von dir irgendwie zu hören, hey, hier ist mal wieder, ich konnte mich auf den Kopf stellen und so weiter und so fort. Ich werde alles irgendwie einleiten. Das heißt, ich will, dass du quasi den Masterschlüssel hier so lange für alles hast. Ist okay. Das musst du aber auch den anderen Jungs dann ein bisschen nahelegen. Ja? Das werde ich spätestens Samstag nochmal machen, weil ich natürlich auch nochmal Tschüss sage allen und sowas. Ich werde einige Gespräche führen. Nur ich will. Also ich mache mir bei dir keine Gedanken, dass du das hier nicht unter Kontrolle haben könntest. Ich mache mir halt einfach Gedanken, dass es nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Und dementsprechend will ich dem ein bisschen vorsorgen. Ist kein Problem, ich krieg das geschaukelt. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du doch. Wir sind nicht einfach nur noch Bürgermeister, sondern ja. Ich will es nicht aussprechen. Ja, das riecht. Ich werde es nicht. Nee, ist okay, aussprechen. Ich mach das selbstverständlich. Ja. Die Bötchen werde ich sicher in die Hafen einleiten. Ja. Tu mir nur einen Gefallen. Wenn du hier alles organisierst, kümmere dich darum, dass keiner von unseren Leuten tot ist. Ja, selbstverständlich. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten, der dir nicht so gefallen wird. Okay. Kümmere dich darum, dass Noah im Griff bleibt. Ja, das wird ja wahrscheinlich die Hauptaufgabe sein, ja. Ich muss wahrscheinlich und mehr aufpassen, dass Louis Noah nicht erschlägt, als alles andere. Das wollte ich gerade sagen. Und kümmere dich darum, dass Louis Noah nicht erschlägt, wenn ich nicht da bin. Ja, das wird schwierig, aber ich kriege das irgendwie hin, ja. Louis ist sehr getriggert, wenn es um die Noah geht, ja. Und um den Helikopter, da ist er auch sofort getriggert. Ne? Da kriegt man den sofort unter die Decke innerhalb von die 2 Sekunden.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Okay. Nein, ich wollte das Ganze nur irgendwie einfach komplett in deinen Händen wissen und wissen, dass es hier einfach angenehm weitergeht. Und, ich danke dir, ja, selbstverständlich. Kriegen wir ihn. Ja. Super. Na, du musst dir keine Sorge machen. So wie immer. Wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, dass du das nicht hinbekommst oder dass du das nicht alles in die Hand nehmen kannst. Ich mache mir Sorgen, dass es sich nicht in die Hand nehmen lässt und da werde ich einfach ein bisschen vorsorgen, nur dass du Bescheid weißt, dass du da auf alles ein bisschen ein Auge hast. Die ja, das ist super. Tänzerin sind da, lass mal rüber. Okay. Schönen guten Abend. Heute geht mir nur alles so ein bisschen am Sack, ey. Wow. 35.000 Mal jemand Telefon, unwichtige Scheiße. Hallo. Mein Kreis, guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Erstmal vielen Dank für Ihr Erscheinen. Wir haben tatsächlich nur ein, zwei kurze Fragen an Sie. Dann war es das schon von unserer Seite. Sie haben da einen Freundeskreis irgendwie um die Richman oder irgendwas und verkehren dafür mit irgendwelchen Leuten, ist das richtig? Ja, richtig, ja. Welchen Kontakt oder welche Differenzen pflegen Sie zur GWS? Inwiefern? Naja, Sie sind ja nicht ganz so gut auf die GWS zu sprechen. Die haben uns terrorisiert, immer in die Straße reingefahren, uns einmal auch umgeballert ohne Grund, also... Okay. Mich haben sie auch einmal noch hochgenommen dazu ohne Grund, also... Keine Ahnung. Hm. Ist Ihnen bekannt, dass da die Sie oder die Leute um Sie herum irgendwelche Rachepläne gegen die GWS schmieden? Verstehen Sie mich nicht falsch, wir sind die Letzten, die damit ein Problem hat. Wir stehen hier in der Aztekasut. Ja. Nee, wie gesagt. Ich weiß von nicht. Also. Ich muss ehrlich sagen, wir sind eher froh, wenn die uns einfach in Ruhe lassen, weil die uns einfach herzlich auf den Sack gehen. Okay, das heißt, Sie wollen da keine Vergeltungsschläge ausüben oder irgendwas? Nein, die sind nicht. Vor allem haben wir mit solchen Sachen gar nichts zu tun. Die sind auf uns zugekommen. Boah, Geschenke, die ich holen. Oh mein Gott. Das war vielleicht nicht seine beste Idee. Ja. See, ihr kommt kurz hier alleine klar. Ja, ja. See. Drück ihm $5,000 von mir in die Hand. Ich glaube, der drückt ihm was anderes. Okay, kennen Sie vielleicht jemanden, der einen Racheschlag wohl geplant hätte aus diesem Richmond-Umfeld gegen die GWS-Leute? Ich kenne niemanden, der irgendwie sich in der Art geäußert hat. Kennen Sie eine Richmond-Kartell? Ein was? Das Gerücht habe ich gehört, ja. Ja. Pinky. Ja. Das, ja. Wie viele Leute sind das da in diesem Metier, wo ihr da verkehrt? Also für mich sind das alles nur Freunde. Es sind nicht irgendwelche, die, keine Ahnung, mein, weiß nicht, Richmond-Kartell, ja, viel oft genug. Wie viele Freunde sind das? Wie viele Freunde das sind? 5, 6? Wie viele sind es? 6, 5? Ja, mit uns sind es halt dann mehr, aber halt ohne uns beide sind das 5, 6 Leute. Okay, worauf ich hinaus will, wir haben eben die Info bekommen, dass dort, wie soll ich sagen, mehrere Freundeskreise verkehren. Okay. Das ist so richtig. Ja, und aus wie vielen Personen bestehen die so circa? Also, wenn du die jetzt nicht kennst, ist egal, also so circa eine Zahl. Also, den anderen Freundeskreis, nenne ich es jetzt mal, den ich kenne, das sind. Lass mich überlegen, 3, 4, 7 Leute. Okay. Und die haben auch Probleme mit den Wasserhahnwahlen? Weiß ich nicht. Okay. Wissen wir nicht. Frag nicht. Hm. Also die haben eigentlich mit jedem gefühlt Probleme, weil die einfach Idioten sind. Die Wasserhahn-Leute oder die anderen, die bei ihnen wohnen? Die, also nicht mein Freundeskreis, sondern die anderen, die in der Nähe von der Richmond leben. Die, Die sind Idioten. Ja. Was weil sind das denn für Anderson die? Was? Anderson? Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ganz spannend. Welcher Anderson?
Ja, die zwei Danny? Brüder und ein Mike Anderson. Aha, erzähl, ich bin ganz Ohr. Meine Ohren werden so groß wie die von Dumbo. Ich heb gleich ab. Oh mein. Ja, das sind. Oh mein. Das sind halt die anderen, die ich kenne, die damals, ob sie es jetzt noch tun, weiß ich nicht, in der Richmond gelebt haben. Also nicht in der Hauptstraße, sondern da in diesem anderen. In der Seitengasse quasi. Genau. Die sind ja mit, ich weiß nicht, ob John Knight noch ihnen was sagt, so. Aber der ist auch dabei. Und das sind halt Leute, die sich damals immer Familie geschimpft haben. Was haben die denn schon wieder? Die sollen sich verpissen. Ich habe das Gefühl, überall, wo wir heute sind, fahren die Bullen rum. Und, ja. Die haben eigentlich mit allem Probleme, weil es halt einfach Idioten sind. Ah, okay. Pinky, Mike Anderson. Wann hast du den das letzte Mal gesehen? Boah. Das ist locker schon einen Monat her. Ja gut, nee, dann war es das tatsächlich von unserer Seite, oder? Habt ihr noch was, Jungs? Mir fällt gerade nichts weiteres ein. Wenn ich noch was irgendwie wissen will, rufe ich dich einfach an. Mach das. So, ich habe noch eine Sache wegen diese Gerüchte. Ihr habt das auch nur Gerüchte halber gehört, dass es eine Richmond-Kartell geben soll. Ja. Also, ich meine, diese ganze Wasserhahn-Geschichte ist ja darauf basierend gewesen, dass der Meinung war, dass wir erstens Krankenhausmafia sind, dann zweitens das Richmond-Kartell. Obwohl das halt beides einfach Bullshit ist und irgendeine Story, die halt in dem Staat rum erzählt wird. Also, ja. Gehört ihr zu den Godfrey? Godfrey ist mit uns befreundet, ja. Ja, mit uns. Okay. Ja. Ja, der stand doch damit auch in Verbindung, mit diesem Richmond-Kartell. Ja, das ist halt, diese ganzen Leute um Godfrey rum werden da in dieses Gericht mit eingebunden, obwohl das halt einfach Bullshit ist. Ja. Also, wüsste zumindest nicht, dass irgendjemand Richmond-Kartell jemals erwähnt hat. Also ganz groß war ja die Krankenhausmafia. Die sowieso. Ja. Boah, ey. Also wie gesagt, wenn mir noch was einfällt oder so, oder ich noch eine Frage habe oder wir eine Frage, dann rufe ich dich einfach an. Dann müssen wir das nicht über Wiki oder dann müssen wir uns nicht hier treffen, dann können wir direkt am Telefon schnell machen. Okay. Gut, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Informationen. Ich danke. Ja. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Umstände gerade bereitet. Nee, alles gut. Alles klar. Ja, dann wünsche ich an der Stelle einen schönen Abend und von euch als Tickets müsste noch einer ein Päckchen bei uns abholen. Sie, ich komme einfach dann eben mit. Tschüss, okay. Schönen Abend. Wir müssen auch tschüss. Direkt dringend los. Wieso? Gründe. Okay. Ja, dann gehen wir mal auf Seite, dann kannst du erzählen, warum. Wäre jetzt voll cool gewesen, wenn wir einfach ins Auto gestiegen und dann einfach fahren. Wir sollen uns bei der Wasserhahn-Truppe melden, die haben brisante Infos. Wichtig, wichtig, wichtig. Aha. Okay. Das klingt mir sehr interessant. Weißt du, was ich vermute? Ich schmeiß einfach nur mal hier was in den Raum. Dadurch, dass die Sektenfuzzis wissen, dass es um die GWS geht, haben sich die Sektenfuzzis mit der GWS in Verbindung gesetzt. Das werden denen ihre Informationen sein, weil die denen jetzt irgendwelche Scheiße angedroht haben oder so. Wetten? Könnte ich mir gut vorstellen. Die Theorie ist naheliegend, ja. Ja. Nee. Oh. Ich wette mit $5,000 dagegen. 10.000, dass es mit den Sektentypen zu tun hat. Okay, ich steig mit 10 ein. Alles klar. Noch einer von euch Brieftaschen klauern oder sind das wieder nur Ryan und ich? Was für Brieftaschen klauern? Ja komm, du hast auch ein dickes Portemonnaie, wett doch mal mit 10.000! Meins ist total klein. Ja, mit dir spreche ich auch gar nicht. Was ist, Alessio? Steigst du mal mit 10 ein oder nicht? Die Frage ist, ob du schon weißt oder nicht, ja? Nein, weiß ich noch nicht. Lingling hat mir nur gesagt, ich soll... Dann sage ich auch, es ist mit die komischen Typen da, mit die Gottesanbeter. Ah, auf meiner Seite, das ist gut, wir holen uns 10.000? Die Kohle. Ja, meinetwegen. Noah, jetzt frage ich dich, steigst du mit $100 ein? Ich steig mit $100 ein. Optimal. Super. Dann rufe ich Lingling an und frage, wo wir treffen. Ja, wir müssen erstmal kurz mit Tuta eben zu uns. Tuta, fährst du hinterher? Hä? Mach es, alles klar. Okay, super. Le Fadon, wo hat der, wo du?
Ja, ich hab Zeit, wir haben Zeit, wohin kommen? Undercover? Bist du doof? Wir müssen uns nicht verstecken, Ling Ling. Meine Zeit ist kostbar. Das wolltest du mir doch jetzt sagen. Am Vinewood Hills Schild. Das ist ja was? Mega undercover. Dann haben die jemanden. Gut, alles klar, dann sind wir gleich unterwegs. 5 Minuten. Bis gleich. Wir sollten uns umziehen und andere Wagen nehmen, denn ich registriere. Die haben da oben jemanden, da wette ich drauf. Aha. Ja, aber wenn die doch da oben jemanden haben, dann ist es doch scheißegal. Dann machen die den doch sowieso gleich weg. Ja, gut, aber ja. Muss uns ja nicht jemand sehen. Aber du weißt nie, an was die sich im Zweifel erinnern, weißt du? Ich meine, wir können ja kurz hochgehen. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Und dann nehmen wir die Chef damit. Ist offen, tut er. Gracias, amigo. Ich hab was gut bei mir. Nicht dafür, Mann. Ich wünsche dir was. Nee, ebenso. Dann lass uns schnell hochflitzen und ziehen wir uns schnell um und steigen in die Chef da. Ja. Oder glaub, den Chef da. Das reicht ja einer. Ich glaube, er fragt ihn gerade, ob die jemanden haben oder nicht. Ach so. Jo, ciao. Die hat es nur Mutamba und Ling Ling. Der hat nur gesagt, okay. Ja, ihr wollt doch bestimmt nicht mit GWS gesehen werden, oder? Dann scheißegal. Ja, ist mir doch so was von egal, mit wem ich gesehen werde. Er ist halt so. Weißt du, wo es zum Weinwurzschild geht? Nee. Links, mal geradeaus. Ah, oben das, was ich sehe von hier. Hier. Mhm. Ja. Warum denn da? Damit wir nicht mit denen... Ja, ist halt schön, wenn sich andere Leute Gedanken um unseren Ruf machen, weil sie wissen, dass sie selber einen zerstören haben. Also... Gut. Ich glaube halt, dass die Sektenvögel dahinter stecken. Ich verwette meinen Arsch drauf, der Brief ist so eindeutig. Nächste links. Guck dir mal was von den Navigator-Skills ab, Noah. Sollte. Ja, ich weiß. Du hast heute schon die größte Scheiße in diesem Staat von dir gegeben und die größten positiven Sachen in diesem Staat. Ich sag ja, deine Gehirnhälften denken abwechselnd. Vielleicht gibt's da was von Razzia fahren. Wir können ja mal Louis' Freundin fragen. So. Wenn der weiße Zaun aufhört, fährst du da runter den Weg. Genau. Da stehen die Idioten da. Hallo, guten warum Tag. What the fuck, Senpai? Hi. Belüg dich mal. Nimm mal die Knallen unter. What the fuck? Nicht sitzen, bitte. Wieso treffen wir uns hier im Arsch der Welt? Zum because undercover good. Ja, besser ist das. Ich konnte das auch nicht ansprechen, als meine Leute dabei waren vorhin. Ja. Es gibt da was, was ich ihnen sagen muss. Ja, dann schieß mal los. Ja, bezüglich Bierbach. Also ich weiß ja nichts, also ich meine, wir wissen ja alle, dass der so ein 124er oder was weiß ich ist. Nee, das, also die Zahl vorne ist eine 6. Ja, das, und dann kommen 3 weitere Stellen. Ja, richtig. So, das Ding ist, ich weiß jetzt auch nichts, was ihr wisst von ihm und so, ne? Wegen Popcorns, wir haben zwar keine Popcorn dabei, aber keine Lass mit Fleiß geben. Was wir wissen von dem, kann ich ja sagen, wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, dass der 31er vom 31er vom 31er ist. Wir haben dem gesagt, er soll uns immer irgendwelche Dinge erzählen, die uns gar nicht interessiert haben, einfach weil wir es lustig fanden, dass er für jeden einen 31er spielen muss. Ja, richtig. Das macht er ja auch relativ gut so und...
den 31er spielen. Ja, richtig. Der ist der Perfektionist darin. Könnt ihr das Geschenk von Lingling bitte gerade annehmen? Das ist unhöflich. Ich hab keins bekommen. Oh, vielen Dank, Lingling. Quality Lies. Danke dir. Bitte. So, ja, aber was hat Bierbach damit jetzt zu tun? Ja, also, das Ding ist, erstmal an zu essen und dann zur Hölle. Nee, das Huhn drin. What the fuck, nein, das Huhn, kein Hund. Ja, das Ding ist, das hat jetzt nichts damit zu tun, was jetzt mit heute war, ne? Ach so. Da habe ich gleich nochmal vielleicht ein kurzes Update, aber das würde ich halt nach hinten ranhängen. Das Ding ist, ich wollte mich da sowieso nochmal bei Ihnen melden, aber ich hatte jetzt auch ein bisschen, ich war ein paar Tage ja im Urlaub und so und öfter im State und sowas, im Krankenhaus, aber Fakt ist, ich habe mit dem Bierbach geredet und ja, es gibt Informationen, da meint jetzt auch, was keiner weiß. Lingling ist der Einzige, dem ich das anvertraut habe, der das auch mitbekommen hat. Richtig. Ansonsten weiß das keiner von meinen Leuten und das bleibt auch geheim. Richtig. Das Ding ist, ja, er spitzelt für die Aztekas, das weiß ich. Er spitzelt für euch, für jeden so, das ist ja klar. Und er spitzelt auch für mich, der gibt mir auch Informationen. Für uns spitzelt er tatsächlich gar nicht. Okay. Ja, also, Fun Fact, wir haben uns einfach nur einen Witz daraus gemacht, dass wenn der Typ für viele Leute spitzeln muss, dann gerät er total in Struggle und überschlägt sich irgendwie. Und wir haben uns einfach nur... Wenn ihr wüsstet. Spaß daraus gemacht. Wir uns interessieren... Also, der hat uns halt auch Sachen gesagt, die uns überhaupt nicht interessieren. Also, kaum einer ist uns so egal wie Bierbach. Hi, ja, das Ding ist, nach dem Missbeleg wird er der auf jeden Fall nicht mehr egal sein. Ich bin ganz ohr. Ja, das Ding ist, Herr Butters, wir haben ja auch damals, wir haben ja auch damals gesagt, so, dass ich Ihnen auch alles erzählen soll und ich möchte auch keinen Stress mit Ihnen, deswegen sage ich Ihnen, wollte ich auch direkt zu Ihnen kommen, jetzt Ihnen alles erzählen. Also, der Bierbach hat mir erzählt, im Vertrauen, dass er da ja quasi auch für das FIB spitzelt. Keine Ahnung, wie das... Warte, du wolltest das mit seiner Frau auch erzählen? Ja, warte, ja, okay, muss ich okay. Ja, sehr ruhig. Also, dass er ja für das FIB spitzelt, ne? So, keine Ahnung, ob ihr das schon wisst. Das Ding ist, es sieht halt so aus, oder er macht es halt so, dass er ja angeblich gegen uns beim FIB spitzelt. Der Fakt ist allerdings, der Bierbach, naja, der hat eigentlich nur einen wirklichen Feind. Ja, und das ist halt Luis. Luis? Ich? Luis? Was? Hey, warte, nicht nur Luis, sondern auch Butters. Jetzt wird's lustig, erzähl weiter. Warte, ganz kurz, zwischen Informationen. Louis, du hast den nochmal die Verletzung eingeschlagen, richtig? Ich stand daneben. Richtig, und du hast ihm die Verletzung eingeschlagen. Deswegen, der Spieler wie ein Idiot. Nee, das war Miguel. Miguel hat ja auch erwähnt, ja, richtig. Aber, so, du warst doch der auch nochmal 50.000 von ihm wollte und, ja, aber sie wollten 50.000 und, ja. Nochmal 50.000 von dem? Ja. Weil der in mein Auto gefahren ist. Ja, die 50.000 haben wir doch nie genommen von dem. Nee. Der war nur ein Witz. Das Ding ist... Gut, erzähl weiter. Der hasst euch irgendwie und ihr seid eigentlich die wahren Feinde. Trotzdem gibt er den Aztekas alle Infos über uns, richtige Infos. Ich hab den oft gesagt, der soll keine Infos geben, der gibt uns... Ne, der... Quasi defekt jeden so ein bisschen mit seinen 31er-Gesichten, aber sein wahrer Feind seid halt im Endeffekt ihr. Und der hat halt einen mächtigen Verbündeten so gesehen. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass dieser mächtige Verbündete ja Northgate ist. Ah. Er spitzelt auch für Frau Summer. Warte, das wird ja noch spannender. Er spitzelt auch für Frau Summer, aber er gibt Frau Summer extra falsche Informationen, das weiß auch Herr Northgate. Und Herr Northgate und Herr Bierbach haben so eine Art, quasi kann man schon sagen, Verschwörung, um ja, euch aus dem Verkehr zu ziehen, so wie die gesamte Korruption beim FIB aus dem Verkehr zu ziehen. Aussage Bierbach. Okay, Bierbach hat gerade 5 Nummern hinten an der 6 noch dran bekommen. Hi. Ja, also was? Unter der spitzelt auch gegen deine Frau. Richtig. Also der Northgate hat den Verdacht, dass Frau Summer irgendwie nicht so ganz keiner sauber ist, was weiß ich, oder andere Leute im FIB. Und der Northgate und der Bierbach sind, naja, wie soll ich sagen, die wollen eventuell auch ein paar Fallen stellen, falsche Informationen streuen, etc., um halt das Handwerk zu legen. Und der Bierbach ist halt hauptsächlich interessiert, Louis halt komplett
ja, für immer wegzubekriegen, also wegzusperren zu lassen oder was weiß ich. Und der, ich möchte sagen, Herr Butters, also mir ist das wirklich egal. Also was mit diesen Rattenkönig da, was mit denen passiert ist oder so, ne? Ich kann es mir denken, aber ich möchte gar, also ich hab das, ich erzähl das nicht, für mich ist das nie vergessen. So, ich weiß, dass Luis und Alessio waren ja bei uns und hinterm Supermarkt haben sie den Rattenkönig da mitgenommen und wie soll ich sagen, das hat keiner von meinen Jungs gesehen, ich hab denen auch nie was erzählt, die denken, der liegt in den Untergrund, ist auch scheißegal, ich möchte auch gar nicht wissen, was mit dem passiert ist, dass der Fakt ist, der Bierbach, der sitzt bei uns im Bus und belaust uns und das macht er schon immer und der hat das mitbekommen, der hat euch erkannt, der hat gesehen, wie er den Rattenkönig eingepackt hat und der ist weg gewesen, danach nie wieder aufgetaucht, die Information hat er den Northgate gesteckt, so wie dass sie, Herr Butters und Frau Sammer, als Frau Sammer nicht im Dienst war, bei uns waren und sie ja Informationen über den Rattenkönig gesucht haben, das hat der auch den Northgate gesteckt. Alles. Und das sind ja, gut, aber das macht mich ja noch lange nicht zu einem Mörder, ne? Nein, um Gottes Willen, ich möchte Ihnen das nur sagen, was ist quasi durch den Bierbach im... Ja, aber nee. Ich meine, vielleicht ist der Rattenkönig ja auch einfach nach Vegas geflogen, um ein bisschen zu zocken oder so. Ich meine, man also, weiß ja nicht. Natürlich, so der ist mir, also keine Ahnung, ist mir auch egal. Also ich möchte damit auch nichts zu tun haben. Ja, das Ding ist, Wasserhand, pass auf, ich erzähle dir was. Ja. Dass das FIB ein Auge auf uns hat. Oder dass die Polizei generell ein Auge auf uns hat. Das ist kein Geheimnis, sondern das ist eigentlich fast verständlich. Weil wie schaffen es vier Typen in ihren Anzügen durch den Staat zu laufen und in so vielen kriminellen Dingen irgendwie Bescheid zu wissen, den Kopf drin zu haben, ohne dass man sie am Ende belangen kann. Natürlich ist das interessant für die. Natürlich denkt sich da irgendwie jeder seinen Teil. Und natürlich denkt sich da auch jeder seinen Teil, wenn da vielleicht der ein oder andere, der da mit den Leuten schon mal gesehen worden ist, irgendwie gar nicht mehr da ist. Aber am Ende, nur weil sich die Zufälle überschlagen, heißt es nicht, dass wir was gemacht haben, wenn du verstehst. Das Ding ist halt einfach, ich mache mir folgende Gedanken, Wasserhahn. Du sagst selber, dass der Bierbach ein 31er ist. Also er ist nachweislich ein 31er. In Der kann auch wieder Normalsbelecher, der spricht nicht mehr, wie sagt man. Ja, das habe ich schon gehört. Das wisst ihr also schon, ja? Der hat ja zwischendurch nur bei euch so oft aufgetan. Das Ding ist, woher weiß ich jetzt, dass ihr nicht die 31er seid? What the fuck? Ich würde meine Senpai niemals anlügen. Woher weiß ich jetzt, dass ihr mir nicht das erzählt, damit ich den Bierbach umbringe? Hey, wir können den auch umbringen, keine Problem. Ja, ich kann das so verstehen. Also ich möchte, wie gesagt... Ja, das war keine Aufforderung, dass ihr den umbringt. Einfach Informationen, dass ihr Bescheid wisst. Und dass der Undercover mit Northgate arbeitet, gegen euch ermittelt. Gegen deine Frau. Hi. Ja, das Ding ist, es kann auch sein, dass er, also er hat mir halt im Vertrauen gesagt, und es kann natürlich sein, dass er mich natürlich auch anlügt und das Ganze auch wieder irgendwie ein Trick ist oder was weiß ich. Hm. Ich möchte einfach nur euch, das ist alles, das sind uns meine Aussagen, die ich jetzt gerade getroffen habe. Das sind alles Aussagen, die er mir im Vertrauen gesagt hat, und ich diese Information einfach jetzt an euch weitergebe. Weil wir haben ja damals auch so ein bisschen so ein Deal gehabt und ich da quasi euch alles sage, was euch betrifft und euer Namen nicht in den Mund nehmen bei anderen Leuten, so daran halte ich mich. Ich möchte keinen Stress mit euch. Ich weiß, dass man mit euch sich lieber nicht anlegt. Das habe ich ja gelernt und auch die letzten Wochen, Monate halt eigentlich auch komplett, also nicht gegen euch gemacht. Ich möchte es auch nicht. Ich habe dir gesagt, was da, ne? Wir haben am Ende kein Problem miteinander. Ja, solange wir nicht irgendwo mit reingezogen werden, haben wir miteinander kein Problem. Du standst bei uns auf der Hinrichtungsbank, 7-mal. Und ich glaube, unsere Differenzen sind auf Seite. Es geht jeder seinen Weg und man muss nicht immer Stress miteinander haben. Eben, und ich mich... Jetzt in diesem Fall hätten wir Stress miteinander, weil ich in irgendeine Scheiße von euch mit reingezogen werde. Die glückliche Situation hier ist halt einfach, dass... ich ein größeres Problem damit habe, bedroht zu werden, wie irgendwo mit reingezogen zu werden. Wenn du verstehst. Ja, kann ich verstehen. Ja, und ich oder wir lassen uns mit Sicherheit nicht von irgendwelchen Hayopais
dafür ausnutzen, euch umzubringen, weil die euch nicht sehen wollen, weil die uns sonst umbringen wollen. Also ganz ehrlich, spielen wir nicht mit. Ja, kann ich absolut verstehen. Und ich sage euch jetzt was, was ich euch eigentlich nicht erzählen wollte. Ja, ihr erzählt uns was im Vertrauen, ich erzähl euch was im Vertrauen. Wir vermuten, dass eure Sektenspackos dahinter stecken. Ja, das Ding ist, ich hab mit diesem komischen Joseph Cross vorhin telefoniert. Ja, ich hab ihn eben gerade kennengelernt. Er ist ja ein Vogel. Ja, also ich hab mit dem bei tatsächlich Leute von mir, aber die waren jetzt vorhin nicht dabei, sich vor 2 Tagen mit dem getroffen haben, die einem gemeinsamen Interesse, und zwar Nikolai Miller, weil die den auch sonst wissen hatten. Und die quasi uns so ein bisschen auch, also ich hab mit denen ganz normal telefoniert, hab gesagt, hey, wenn ihr was hört, wir können da zusammenarbeiten, bla bla. Dann hat er auch so ein bisschen durch die Blume halt andeuten lassen, dass er gerne mit uns eher zusammenarbeiten möchte. Auch wenn wir mal diese kleine Situation mit der Geiselnahme hatten. Ich kann dir was sagen, was er hat. Ja. Wir haben sehr viel, was darauf hindeutet, dass die euch umbringen wollen. Okay. Pass ein bisschen auf. Ja. Weil wir glauben zum aktuellen Zeitpunkt, dass das die sind, die uns umbringen wollen, wenn wir euch nicht umbringen. What the fuck? Und euch dann selber umbringen wollen. Und es gibt sehr viele Sachen, die darauf hindeuten. Deswegen kann es natürlich sein, dass die sich euer Vertrauen ein bisschen erschleichen wollen und euch dann am Ende ne, das Licht auszuknipsen. Ja, das hätte ich mir auch so gedacht. Also, so, das hätte deswegen auch seid da ein bisschen vorsichtig und guckt, dass ihr das Ganze ganz sachte angeht. Okay. Wir können es zum aktuellen Zeitpunkt nicht beweisen, weil dann würden wir gerade nicht hier stehen. Ja, passt hier. Aber ja. Ja. Habt ihr schon was rausgefunden, wie die sich nennen, die Idioten? Nein, ich hab den gefragt, der hat gesagt, die haben keinen Namen, sind nur eine Familie, so. Ich hab ganz nett mit denen gequatscht. Irgendwelche Psychopathen. Ja. Okay, alles klar. Ja, also, wobei ich eine Sache bei dem Ganzen tatsächlich nicht so verstehe. Also, der Bierbach hat sich Louis und mich als Feind gesetzt. Also unabhängig davon, dass ich das nicht für die beste Idee halte. Ja, aber gut, das muss jeder selber wissen. Aber ich verstehe tatsächlich. Ich verstehe tatsächlich den Grund nicht. Ja, ich kann es dir erzählen. Hi, weil irgendwie, weil er wegen euch nicht mehr spillechen kann, richtig, ja. Bla bla bla. Da haben wir ja gar nichts mehr zu tun. Nicht wegen uns. Da war ich damals noch bei der Grow. Wie gesagt, ich kann es nochmal kurz auffrischen. Erzähl das Ganze mal im Max. Wir waren damals. Gab es einen neuen. Es kam ein Pizzabote hier in die Stadt. Der hat oben in Sandy Shores einen Laden aufgemacht. Hatte keinen Bock mehr unten in der Stadt, deswegen hat er oben mit Sandy einen aufgemacht. Und auf einmal verkaufte der Typ Zebresel-Pizza. Zu dem Zeitpunkt war Miguel, der wusste von diesem Punkt noch nichts, weil er ist ja dieser Zebresel-Züchter aus Mexiko mit Jose zusammen. Miguel gehört die Farm oben. Zu diesem Zeitpunkt, wo es diese Zebresel-Pizza gab, waren auch die Zebresel, die oben stehen, wieder trächtig. Und es kamen immer wieder ominöse Personen da hoch, die sich dann Zebresel-Babys geklaut haben. Das war auch eine ziemlich große Aktion von der Polizei. Die haben dagegen auch agiert, haben da auch jede Menge Leute festgenommen. Einen Abend standen wir dann oben an der Zebresel-Farm. Und dann kam dann ein Typ, der Bierbach, kam an den Zaun und wollte rüberklettern. Und Flavia ist rübergelaufen und meinte, was will er hier? Und hat gesagt, ja, er wollte sich ein Zebresel-Baby holen, damit er das zur Fleischerei bringen kann, damit daraus wieder eine Zebresel-Pizza gemacht werden kann. Das hatte dann Miguel auch mitbekommen und Miguel ist einfach einmal komplett ausgerastet. Der hat den so derbs angeschrien, so habe ich Miguel noch nie gesehen. Und hat erstmal 28 Mal auf den eingestochen. Dann sind wir weggefahren, haben den da liegen lassen. Haben dann einen Mediziner später gerufen, der dann kam. Und der Bierbach hat halt nicht aufgehört und hat dann halt wieder gesagt, er wollte doch nur seinen Job machen. Er arbeitet für den Pizzamenschen und er wollte sich nur ein Zebresel-Baby holen, damit er das dann mit einer Kettensäge umbringen kann. What the fuck? Darauf hat Miguel wieder sein Messer gezogen und hat ihn 28 Mal wieder niedergestochen. Ja, eventuell habe ich ihm danach noch in die Fresse getreten. Ja, richtig so. Das und. Klingt nach einem ziemlich unsympathischen Typen. Na, what the fuck, der klingt richtig cool. Das ist so der Hintergrund, Background, warum der so spricht.
Hi, wenn jemand meine Katze anfasst, ich daher auch ab. Beziehungsweise... Lingling, du machst Katze in Leis mit Fleisch. Natürlich, Katze, Hund. Hi, okay. Wenn jemand meine Katze oder Hunde anfasst, abstecher. Okay, verstehe. Ja, deswegen sprach der Bierbach so. Mittlerweile spricht er ja wohl wieder normal. Hat sich auch nur bei den Aztekas wohl so gezeigt. Ich habe das dann mal mitbekommen. Ja. Und hat sich halt bei euch, Mutama, noch auf doof getan. Das Ding ist, wenn alle Welt weiß, dass der Bierbach ein super 31er ist, wie... Und da wird die Sache für mich komisch. Wenn ein Northgate zu ihm geht und sagt, hey, wir arbeiten hier zusammen, ne, und wir finden was raus hier gegen Butters und Summer und... Der kann ja dann, also der kann ja gar nicht sicherstellen, dass der 31er nicht bei anderen rum 31 hat und das Ganze rauskommt. Also, das ist halt komisch alles, ja. Was es dann ja jetzt am Ende ist, sodass wir halt einfach in Betracht ziehen müssen, dass der Bierbach im Zweifel am Ende Scheiße labert. Ich kann dir sagen, was das ist, warum keiner auf den Bierbach richtig aufmerksam wird. Hm? Weil jeder Zweite hier in der Stadt über Bierbach sagt, dass es ein 31er ist. Und wenn du das zu oft sagst, nimmt das irgendwann von Bedeutung ab und nimmst es einfach nur noch als, wie nennt man das, Meme. Ja, richtig. Und der Bierbach, gibt halt der 31er, was dann halt auch wieder nicht so ist. Ja, der gibt jedem die Information, also ich sag mal so, da ist jetzt auch noch eine andere, das Syndikat ist auch noch mit da drin so ein bisschen jetzt, weil der die auch ein bisschen, ne, quasi verarscht hat und so, der gibt halt jedem Informationen und dadurch rettet der sich überall aus jeder Scheiße raus. Deswegen haben die Aztekas dem wahrscheinlich nichts angetan, weil der dem permanent Informationen steckt. Wir haben dem quasi so noch nichts angetan, weil der uns dann wiederum Informationen über die Aztekas steckt und ist so weiter. Der noch bei euch? Der ist eigentlich noch bei uns, aber der hat eigene Verstecke, der versteckt sich im Loch, der meint, der hat ein Codewort, damit ist er direkt im Zeugenschutz, mit seiner neuen Stimme verschwindet der. Und ich habe auch das Gefühl, dass der, wie soll ich sagen, dass der Northgate, also das ist nicht so, dass der Bierbach großartig dem Northgate helfen möchte, sondern eher, dass der Northgate so den Bierbach ein bisschen benutzt und der Bierbach quasi bei uns mitmachen sollte und bei uns dabei sein sollte, um durch uns Informationen über euch zu bekommen, weil man die bei uns halt relativ leichter bekommt, als wenn der irgendwie einfach nur so durch die Stadt fährt. Und der ist auch so einer, der setzt sich auf ein Hochhaus und der hat aufgeschrieben, wann sie bei den Aztekas reingefahren sind, mit welchem Auto, welche Uhrzeit. Lichtig, bei diesem Parkhaus sitzt der da in der oben. Der kleine was? Motherfucker. Lichtig, der sitzt da auf Parkhaus und guckt wie eine kleine Eule. Kucku. Der macht überall, der sitzt bei uns im Bus. Stalker. Überall, der hat eigene, der schreibt sich das genau auf, wann, wie oft ihr da reinfahrt und so, mit wem ihr zusammenhängt, mit wem ihr Geschäfte macht. Also hat der mir erzählt, ob das stimmt, der keine Ahnung. Euch alle, ihr wisst vielleicht, gar nichts. Vielleicht verarscht der mich und will, dass ich euch diese Information gebe. Das mag sein. Ich gebe euch jetzt nur die Information, die ich bekommen habe. Und ich sage euch, dass keiner sonst diese Information hat, außer halt Lingling und ich. Und ja, dass ich da quasi... Also ich möchte einfach mit so einer Information, kann ich nicht... Also wenn ich das euch nicht sagen würde, das wäre halt... Ich bin nicht lebensmüde, wenn ich so eine Information geheim halte. Da sagt er uns selber immer, dass er da oben der Lauf sitzt und guckt, was die Aztekas machen. Richtig. Und was da oben allgemein abgeht. Der stalkt da jeder. Ja. Der Typ ist auch ein Psychopath. Ich weiß auch nicht, der ein Stalker. Ich glaube, der weiß sogar, was für Unterhosen er jeden Tag anzieht. Ja, ich hab ihn auch gefragt, wieso der mir diese Information gibt. Da meint er, weil er nur mir vertraut. Weil ich hab den halt von Anfang an, ich hab den aufgenommen damals, als den keiner mochte. Ich hab den halt quasi bei der GWS halt auch einen Platz gegeben, wo den jeder verstoßen hat, so ein bisschen, und hab den halt immer besitzt und hab dem auch nie was angetan. Auch wenn er mich verarscht hat und ne, 31er gemacht hat, hab ich den immer besitzt und gesagt, ich kann das auch in gewissem Maß verstehen, wenn du eine Knarre am Kopf hast, dann, ja, ne, was willst du machen, wenn, ja, mächtige Leute, ne, dann, ich hab das halt verstanden, so ein bisschen, dass er halt in einer Zeitsituation war, mit den 50.000 und so, aber... Ja, die wollten wir am Ende gar nicht haben. Ja... Von dir wollte ich die haben. Hat das mit Recht. Ja. Okay. Also, es ist nur, wie gesagt, es kann sein, dass er mich verarschen will, um euch zu verarschen oder andersrum. Keine Ahnung. Ich habe nur die Information bekommen und da ich weiß, wenn ich diese Information geheim halte und euch nicht gebe, dass ich mich selber in Gefahr bringe, in die ich nicht rein möchte. So, und der Bierbach mich schon oft verarscht hat. Deswegen gebe ich dir einfach weiter. Ich finde das gut, Wasan. Lass uns unser gutes Verhältnis beibehalten. Ja. Mutamba, erzähle das noch mit der anderen Story. NCS? Die NCS. Hi. Ja, aber...
Also was willst du genau erzählen, Ling Ling? Dass das alles eine Farce war. Ja, aber haben ja nur die Aztekas was mit zu tun, wenn die so dämlich sind und das glauben, oder? Oder wie meinst du das? Nein, dass Bibach bei denen auch eine, bei uns eine Unterlässige gemacht hat und den damit auch verarscht hat. Ach so, ja. Also der, ja, erzähl du das mal. Okay, wir haben eine Type, der heißt der Lon, okay? Und dieser Lon hatte irgendwie eine Falle gestellt, quasi für die Aztekas und für Bibach, um zu gucken, ob beide sich irgendwie gegenseitig ausbilden. Hi. Und Lon hatte dann diese ganze Geschichte mit dieser NCS-Leute erzählt und Snustalak, zwei Tage später auf einmal NCS dann die Leute vor uns, obwohl es die gar nicht gibt. Ja, richtig, das war eigentlich eine große Verarsche. So, hey, it was just a plague. Ja, und die Aztekas sind halt voll drauf reingefallen und dachten jetzt, boah, jetzt können wir Mutama und seine Leute, und, also die sind auf Mohammed und Ron reingefallen. Also, keine Ahnung, es war halt so lustig so. Und die haben dann irgendwelche Leute als NCS verkleidet, die zu uns gekommen sind, obwohl wir wussten, dass es die gar nichts gibt und wir schon von vornherein wussten, dass das passiert, weil wir so den Verdacht hatten, dass der Bierbach der 31er ist. Und das hat nochmal bestätigt, dass der halt jede kleinste Information auch von uns okay, weitergeht. Das waren viele Informationen in der Story, die ich nicht verstehe, wo ich aber auch, glaube ich, nicht nachfragen werde, weil das Resultat ist, dass Bierbach einfach schon wieder zweimal ein 31er gewesen ist. Ja, und das ist irgendwie. Aber wir töten den. Dürfen wir den töten? Ja, also. Also, ihr könntet den natürlich töten, aber wir können den auch töten, kein Problem. Aber wir kümmern uns mal. Schon mal hier Bierbach mit Reis? Macht ihr euer Ding? Das klingt nach einem Unterlässiger, den will ich nicht. Naja, aber das Ding ist halt einfach, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, jemanden loszuwerden, ne? Am Ende schmecken die Leute bei Leis mit Fleisch sowieso nicht, was drin ist. Ob jetzt Hund, Katze oder Bierbach. Stinkt nach 31er, aber. Alles im selben Fett geblasen. Okay, ich danke euch. Wie gesagt, lasst uns unser gutes Verhältnis beibehalten und seid vorsichtig bei den Sektentypen. Ja, alles klar. Gut. Ich danke euch für die Hilfe. Umlegen wollt, ruft mich an. Ich kann dabei sein. Okay. Ja, ich auch. Okay. Ja. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich danke euch. Ja, klar. Auch so. Marco, alles klar, haut rein. Warte mal, du. Warte mal, dieser Berg. Du bist ja zu schwer, du musst mal hochlaufen. Du mich verraten, ich wiege gerade mal 165 Kilo. Du bist ja zu fett. Nein, ich bin nicht fett. Okay, wir können aber so kommen. Alter Luis, weißt du, wie die Wasserkopftruppe die Atzen outplayed hat? Yep. Alter, die haben die im Mindgame aber richtig auseinandergenommen. Aber oh. Ihr hattet was mit diesem LCS-Ding zu tun, oder? Ja, die Atzen haben uns nur gefragt, ob wir uns verkleiden und einfach nur sagen können, wir sind die NCS. Das haben wir gemacht, das waren 2 Minuten, das war's, dann sind wir wieder weggefahren. Und die haben dann so getan, als wenn die es glauben würden, oder was? Ja. Obwohl, die Atzen haben sich mega kaputt gelacht. Die Atzen dachten jetzt, die hätten die richtig hart verarscht, so, ja. Und die hätten die jetzt richtig unter Druck gesetzt und die müssten jetzt Angst haben vor die NCS. Dabei hat die Wasserkopftruppe das von Anfang an geplant. Also eigentlich haben die Wasserkopfleute die Atzen komplett outplayed, ja. Die sind mir das erste Mal gerade ein Stück sympathisch. Aber ich will auch nicht zu über euphorisch handeln. Das Ding ist, ich glaube natürlich von der Bierbach-Northgate-Nummer nur die Hälfte. Das ist Adams sein Haus. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass die Northgate-Nummer stimmt. Ich glaube das auch. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Bierbach so einer ist, der dann jetzt auch noch für den Northgate kampiert. Egal, was der am Ende dem Bierbach sagt, ich glaube einfach, dass der Northgate gegen uns ermittelt und dass der Northgate gegen Lea ermittelt. Ja, glaube ich auch. Deswegen hat der Northgate das auch die Richter gesteckt und so und auf unseren Deal gekackt, ja? Ja, weil er ist der hauptausschlaggebende Punkt, der auf unseren Deal geschissen hat. Er ist derjenige, der uns in die Pfanne gehauen hat. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ein Italiano jetzt denkt, quasi, wir wären 31er. Ja, eventuell kriegst du das geklärt, Alessio, dass dem nicht so ist. Was soll man? Ich hab's gar nicht verstanden. Eventuell kriegst du das mit Frankie ja geklärt, dass dem nicht so ist. Das willst du im Akku laden. Akkus. Ja, egal. Gerade.
Ich will mich gleich irgendwann hinhauen. Ich will gerade nur noch sprechen, weil ich bin müde. Okay. Lass uns kurz ausstehen. Summa summarum glaube ich nicht, dass der die ganze Zeit auf irgendwelchen Hochhäusern sitzt. Ich glaube nicht, dass der mit Northgate tatsächlich unter einer Decke steckt. Ich glaube, dass Northgate ihm erzählt, dass die unter einer Decke stecken, aber natürlich sehr wohl sich bewusst ist, was er sagt und was nicht. Aber ich bin mir spätestens nach der Nummer mit Italiano sicher, dass der Northgate gegen uns sowie gegen Lea Ermittlungen am Laufen hat. Ganz sicher. Ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten. Ihr könnt euch denken, worum es geht, oder? Wir sollen uns um Northgate kümmern. Wenn ich nicht da bin, wäre es schön, wenn ich wiederkomme und Northgate sitzt in Vegas am Automaten. Kein Problem. Ich habe gehört, die Gewinnchancen da hinten sind ziemlich niedrig. Der kriegt ein VIP-Ticket. Aber komplett. Der fliegt First Class, fliegt der. Das Ding First ist, Class mit Beton, 300 Meter runter, Meeresgrund. Ding ist einfach, wer also quasi kein Geheimnis daraus macht, dass er gegen uns ermittelt. Dass er uns auf... wir wissen, dass viele Leute gegen uns ermitteln. Wir wissen, dass viele Polizisten uns auf die Schliche kommen wollen. Es schafft nur niemand. Wer aber anfängt, mit 31ern aus Gruppierungen zusammenzuarbeiten, um gegen uns Informationen zu sammeln, weil er uns an die Karre pissen möchte, der ist doch vielleicht in Vegas viel besser aufgehoben. Oder? Auf jeden Fall. Das ist eine schöne Stadt, na klar. Sie.
Ja. Viel zu tun im Moment. Eieieiei. Langsam liebe ich dieses Lied. Ich fühle es auch komplett, ja. Ich werde morgen da sein, allerdings nur kurz. Aber ja. Ihr seid in alles involviert. Ihr wisst alles, was steht gerade. Jeder von uns ist gleichermaßen alles Mögliche eingeweiht. Am Samstag ist mein letzter Tag, an dem ich da bin. Dann bin ich 2 Wochen nicht da. Da ist Noah nicht da, stimmt's? Richtig. Das heißt, wir beide unterhalten uns morgen schon mal. Mit euch beiden würde ich mich dann, bevor ich dann fliege, würde ich mich mit euch beiden ganz gerne nochmal in Ruhe unterhalten. Du sagst, du bist morgen kurz da. Wann ist kurz morgen? Weiß ich nicht. Wieso? Bist du morgen auch nicht da, oder was? Später. Wann später? 21 Uhr vielleicht. Das passt, um die Zeit werde ich da sein, ungefähr. Okay. Ja, ich bin ja morgen nicht da, ich bin ja erst wieder die Samstag. Ja. Achso, ja gut, das passt, dann kann ich morgen mit Noah reden und am Samstag rede ich mit euch beiden. Sie. Okay, hat jemand von euch eine Crossmaschine für mich? Hab ich nicht, ne. Nein. Soll ich denn das hernehmen? Ja. Ich leih mir irgendwo ein, das passt schon. Was hast du vor? Wir haben vorhin noch die Info gekriegt, dass hinten da, weißt du, wo dieser Bahnübergang ist, dass da die, dass da die Sekte ist. Und ich dachte, über die Berge kann man mit einer Crossmaschine gut beobachten. Ja, um die muss sich halt auch gekümmert werden. Das ist kein Problem. Wir machen eine schöne Verhör mit diesen Hippies, ja? Ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Weiß ich nicht. Ah, wir werden uns in den 2 Wochen, wo du nicht da bist, machen wir uns eine Worldmap. Ja, eventuell lasst ihr euch da was einfallen oder so. Ne, ihr stellt die Blumenladies hin und nimmt einen Topf voll Gänseblümchen auf den Boden und sagt, wenn ihr nicht sagt, was wir hören wollen, dann zertreten wir die Gänseblümchen oder so. Wahrscheinlich die größte Foltermethode, die man da machen kann. So, ich nehme an, im Gästezimmer pennt keiner, dann knall ich mich da nämlich hin. Bei mir ist im Moment ein bisschen, naja, Ehekrise. Ihr wisst warum. Ja. Ich schmeiß mich hier aufs Sofa. Super, dann, ich wünsche euch was. Bis morgen, / übermorgen. Bis die Morgen. Bis morgen. Oder übermorgen, ja. Das ist, Ding. Also ich habe gedacht, heute ist ruhig, aber irgendwie flacht das nicht ab, ne? Irgendwie zieht das irgendwie immer weiter an und ist wird immer krasser, ne? Shiro, danke für 6 Monate. Streamtat, dankeschön für 3 Monate. Finim Dank, Thais TV für 3 Monate. Divir, dankeschön für 32 lange Monate. Vielen Dank, Das Heine, für deinen Sub. Vielen Dank, Blutet, für 2 Monate. Der Blonde, danke für 19 lange Monate. Cybercore, danke für 3. Eric Bolz, danke schön für deinen Sub. Schütte, danke schön für 2 Monate. Frappo, danke für 5. Vielen Dank, Moonlord, für 7 Monate. Dieselex, danke schön für 5 Monate. Carlo, danke schön für deinen Sub. Boss hat 25 Monate, danke schön. Gut zu wissen, danke für 8 Monate. Schauwell, danke schön für deinen Sub. Albrecht, danke schön für deinen Sub. RPG, danke für 8 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wonderland, danke schön für deinen Sub. Shiro, danke für 6 Monate. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, Guys. Vielen lieben Dank für eure ganzen Subs und Resubs heute. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Donations. Wirklich und alle einfach nur fürs Dabeisein, fürs mit im Chat sein. Mit auch an die Lurker da draußen. Ich weiß, dass ihr existiert. Ich weiß, dass ihr da seid. Ja, ein dickes Explosiven geht auch an euch raus. Vielen Dank für alles, Leute. Vielen, vielen Dank für alles. Wirklich, danke, dass ihr meine Community seid. Wir sind morgen live, auf jeden Fall. Morgen ist nicht streamfrei. Morgen geht es auch früh los, deswegen klinke ich mich jetzt schon so langsam raus. Wir werden morgen den ganzen Tag da sein. Wir werden viel Stuff machen. Es wird auch RP geben. Wir machen allerhand voll Dinge, die wir halt morgen so machen. Ja, denn wir sind nur noch morgen und übermorgen da. Und dann geht es ja in Urlaub. Ihr kriegt jetzt selbstverständlicherweise noch einen Host. Und dann wünsche ich euch einen hammergeilen Abend und sehe euch hoffentlich morgen wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr morgen dabei seid, Leute.
morgen und Samstag noch. Und dann seid ihr mich sowieso für 2 Wochen los. Ja? Nicht vergessen, Leute, Ausrufezeichen Partner in den Chat. Ja, ich sage es nochmal, Level Up hat ab heute, heute bis Sonntag, eine übelst heftige Aktion. Ihr bekommt 2 Dosen zum Preis von einer, also eine ist gratis. Ja, mit dem Gutscheincode SCHLOROX2 eingeben. Wenn ihr im Warenkorb SCHLOROX2 eingebt, kriegt ihr eine gratis. So, und damit bin ich raus. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf euch, Leute. Sto 7, gute Nacht, schlaft schön. Host kommt.